Ey Leute, bevor das Video losgeht, wollte ich euch nur kurz sagen, ich habe jetzt einen Zweitkanal und baue den gerade auf, nennt sich Eddie Uncut. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mich da auch supportet und den Kanal abonniert. Und ja, schaut einfach mal rein. Jetzt geht's los mit dem Video. Hier findet ihr den Kanal, da irgendwo hier. Viel Spaß mit dem Video jetzt. So Leute, heute ein ganz besonderes Schmankerl. Wir zocken Elden Ring Randomizer mit Jack FromSoft und mit keinem anderen als Deniri, Dennis Richtarski. Und zwar zu dritt haben wir ein neues Randomizer-Spiel eröffnet. Dennis hat auch noch nie Randomizer gezockt. Und es ist die Rückkehr von Edmund Denzel. Da liegen jetzt. Und da sind sie schon, die zwei. Wir gehen direkt ins Spiel rein, Leute. Was hast du da gedroppt gerade? Ich will auch was. Ich habe in Dennis dieselbe Waffe gedroppt, was wir haben, ne? Ah, warum? Weil der Dennis den Penner genommen hat. Den Penner? Ja, den, wie nennt man den? Na, die. Ja, Bettler. Bettler, ja, genau. So, Leute, dann checken wir mal ab. Also nochmal zur Erklärung: Randomizer, alles ist zufällig. Alle Waffen, können wir alle Bosse. Slow walken die ersten Meter, weil wir so cool sind? Ja. Was wir machen? Kann ja wohl nicht sein, ihr rennt hier los, als hättet ihr das schon ganz oft gespielt. Ja, das ist das erste Mal hier. Schon ein bisschen creepy, wenn da so drei Typen mit so Sensen langsam irgendwo langlaufen. Ja. Zwei davon haben wir Unterhosen an, ne? Ein Bikini-Unterteil. Okay, wir wissen viel zum besser. Beispiel nicht, gut. Wir wissen nicht, welcher Boss jetzt hier kommt. Genau. Fakt ist, oh. Wir werden aufs Maul sagen. Was ist es? Das Schmelztiegel-Duo. Ah. Easy, ne? Ja, klar. Ja, let me solo him. Gott, wir machen gar keinen Schaden bei denen. Ja, klar, ist ja schon. Der tolle Boss. Er ist gestorben. Ja. Er ist ja gerade gestorben. Bist du gestorben? Ich bin gestorben. Du bist gestorben, also, ja, okay. Alles klar. Bin gestorben. Mein Bildschirm ist schwarz. Der Unterton. Mein Bildschirm ist schwarz. Bei euch auch? Ja, ah, nee, okay. Männer. So, jetzt ist die Frage, was geht hier ab? Seid ihr da? Was ist denn das Ziel? So durchspielen oder was? Keine Ahnung. Okay. Fun of Fun ist das Ziel hier. Okay. Ist halt alles random. Items, Bosse, Gegner. Ist halt alles zufällig. So, und ne? Wie ist das mit der Stärke der Gegner? Sind die angepasst an die Gebiete oder sind die dann halt auch schon an die hart? Gebiete angepasst. An die Gebiete angepasst. Das heißt, wenn Malenia jetzt kommt, hat sie das Leben vom Margit, der was eigentlich kommen würde, da, ne? Okay. Okay. Die goldene Hellebarde ist schon mal nicht schlecht. Und wir können es eh nichts leisten. Das Poker Greatsword, was ist denn das? Hinter was geht? Ich hab mich zu Tode erschreckt, Alter. Was geht ab, mein Herz? Oh mein Gott. Da muss einkaufen. What the fuck, das miese Schwein, ey. Der, das ist der Chef, der müsste Inventar. Jesus! Sehr gut. Fucking Christ! Schau, sogar der Händler hat sich erhoben. Sogar den hat's geschreckt. So, was gibt's, was kann man denn immer hier Geiles holen? Den Smithing Stone und was Smithing Stone vielleicht? Kannst du Dinge verkaufen, ne? Golden Hallbird. Hey, wir spielen seit 5 Minuten und ihr kauft schon Stuff, oder was? Ja, klar, man muss echt mit der Zeit. Nur ein gehen. Bisschen schauen. Bisschen schauen. Ich hab nicht mal hier Seelengeld. Nee, wir gehen jetzt weiter. Wir holen erstmal das Pferdchen holen. Ohne ja, okay, Pferd. Ohne Pferd nichts los. Mhm. Aber Vorsicht schon, der Weg dahin ist random. Okay. Ja, stimmt. Also ich möchte ja nicht sagen, dass wir beschissene Waffen haben, aber das ist eine der beschissesten Waffen, was wir haben. Ja, wir finden das. Sieht aber ganz schön geil aus dafür. Schaut cool aus, ja. Okay, so schlecht ist gar nicht. Schön wäre es, wenn es Bluteffekt hätte. Wäre Blutwaffe, wäre ziemlich geil, dass wir den Drachen töten können, ne?
Dann kriegen wir gleich mal 100.000 richtig Seelenpush. Reason, ja. Ich muss ja gar nicht mitkämpfen, krieg trotzdem die Seelen. Ja, das ist ziemlich cool. Das ja, Geile das ist, diese, ist ja, jeder hat sein eigenes Pferd, ne? Es wäre auch doof, wenn wir alle zu dritt auf einem sitzen. Ja. Ich würde es feiern. Na, aber sowas, der beim normalen Koop kannst du ja gar nicht retten. Stimmt, ja. Das, du musst alles zu Fuß gehen, es ist echt deppert. Okay, so. Das sind natürlich Runen, dennoch, ja klar. Wir sagen trotzdem Seelen. Okay. Jetzt mit ihr sprechen, ne, oder was? Mhm, mhm. Kommt die bei euch? Nein, wir sitzen einfach zu dritt am Feiern, es ist nix. Was passiert irgendwie? Was passiert? Was ist hier los? Echt? Das ist gerade da vielleicht. Ja. Genau, ja. Blockiere ich kann aber auch nicht mehr aufstehen und ich kann nichts machen gerade. Ich kann nicht mehr aufstehen. Okay, ich klicke das mal durch. Ich kann immer nur Pause, Pause. Vielleicht kann die echt nur mit einem nach pro Person. Ich schau kurz auf die Tür. Ich bin fertig mit Pferdefrau. Tja. Ja. Das ist nice. Eddie, kannst du aufstehen? Nein. Ich kann gar nichts machen. Scheiße, ich auch nicht. Okay, jetzt muss er rein los. Ich kann nichts machen. Tja, dann. Setz dich nochmal ans Feuer, Dennis. Gucken, ob da irgendwas passiert. Nee. Passiert nichts. Kannst du eigentlich nutzen, Eddie? Ich kann gar nichts machen, wie gesagt. Oh. Ich kann gar nichts machen. Also, ich kann hier die weg. Ich kann wechseln, aber ich kann sonst nichts machen. Ist aber auch nicht. Dann musst du wahrscheinlich neu starten. Richtig, okay. Unterschön. Ja, aber auch das kann ich nicht. Starten. Okay, ich muss mit Alt F4 raus. Ach, Mann. Gleich geht's. Also, werden die Probleme jetzt. Ja, das ist immer so deppert. Okay. Das ist, man hat Bock auf solche Dinge und dann solche Sachen. So, was starte ich hier, Nikola? Hier wieder Launch Mod Elden Ring? Ja. Launch Elden Ring. Ja, okay. Das ist halt, wenn man nicht den offiziellen Scheiß spielt, dann passiert das. Ja, das so. Aber das letzte Mal hat alles super geklappt, ich verstehe nicht. Na, boah, wir haben auch Spiel, ne? Ja, warum macht er denn jetzt nichts? Okay, dann sagst du Bescheid, wenn du wieder da bist und dann joinen wir wieder, ne? Hab ich das richtig verstanden? Genau, ja. Okay. Mhm. Wir holen uns, Eddie, wir holen uns einfach jetzt das Pferd in unserer eigenen Welt und dann joinen wir. Genau, das ist eine gute Idee. Das ist sehr, sehr gut. Jetzt lass ja schon, Jack fällt noch und dann. Wie ruft man denn das Pferd nochmal? Muss das Item auf, am besten auf eine Schnelltaste. Ach ja. Legen. Okay. Du bist jetzt wieder hier. Der hat ab hier schon nicht mehr. Ich bin wieder bei dem, in der Kirche bei dem Bonfire. So, okay. Ja, bei mir war auch ganz hinten, Eddie. Bin auch ganz hinten gespawnt. Was meinst du mit ganz hinten? Ja, ich hab auch noch sehr lang zu ihr jetzt gehen müssen zum so. Bonfire. Yes, indeed. Ey, bei mir. Ach so, ja klar, ist Randomizer. Hä? Ich habe mich gerade gewundert, dass hier ein Drache rumläuft. Ja, ist alles random, ja. Alles ist möglich. Also wenn kann du das Pferd hast, Eddie, dann könnten wir wieder zu dir joinen. Ich sag Bescheid, ich muss nur erstmal zum Bonfire wieder laufen. Ach, ich liebe dieses Spiel so sehr, Leute. Ich bin so gespannt, wie es DLC wird. Ich bin so hyped, einfach. Danke, Shibi. Loki.
In Elden Ring kann man nicht Vault Attack machen, ne? Plunging Attack. Doch. Ja? Demons geht das, glaube ich, nur nicht. Sonst eigentlich überall. Warte, ich schau mal. Doch, geht, ja. Okay. So, Jump und Kreis dann. Kreis? Ja, ah, nein, R1, Entschuldigung. X und R1, also die Angriffe. Man kann schon machen. Ne? Chris, guten Abend. Eddie, spielst du das Spiel gerade durch oder bist du aber schon da? Ich bin gerade bei Malenia in Helictree. Nee, warte, ich mach das Item. Ich habe nur das Pferdchen ausgestattet. So, was mache ich mal hier? So, zack. So, ihr könnt kommen. Er ist gerade beschäftigt. Jetzt geht's los. Der liegt gerade alleine in den Drachen. Rete anderen Spieler bei. Sugarly, moin. Eddie, der lootet schon. Ich hab extra nur geschaut. Ich hab extra gewartet. So ist der Eddie zu mir. Fehlender Schild ist eh Bullshit, ne? Kompletter Dreck. Voll. Dennis, komm. Ja, ich komm gleich. Der hat den Drang fast down. Er macht das noch. Warte, Eddie, komm, gehen wir zu einem anderen Wagen. Oh shit, dumme Idee. Lutzfinger Ede. Ich komme. Okay, hat's erledigt. Die Waffen ist irgendwie ganz geil irgendwie. Aber jetzt, gell? Ich glaube, du kannst deine Facecam noch ein Stück runterschieben, damit die Leute die HP sehen. Ha, machst du gerade. Habe ich gerade gecheckt, Und ich joine gerade mit dem Itemzeug rüber. Achso, dann ist das ein längeres Satz. Toll. Okay. Ja, gehen wir noch runter hier in den Dungeon, ne? Da ist ein Runenbär. Ja. Ein Runenbär. Was zur Hölle ist das? Ein Runenbär ist ziemlich die schlimmste Gegner in diesem Game. Ach, die Typen. Ja. Und daneben noch ein Fickfrosch. Kennst du noch die Fickfrösche aus? Ja, aus Dark Souls. Ja, ja, ja. Cursed Frogs. Die sind Alter, so was cool. Ist hier unten mit reingekommen? Oh, die haben aber viele. Ich geh mal Kennst hier unten. Du gegen Runenbär, Denzel? Ja, ich dachte. Ja, ihr labert, ich dachte. Nicht? Ja, ihr müsst erst mal raus. Der fickt uns weg, der fickt uns ja, so der weg, macht der uns Hund. Komplett an den Arsch. Das ist das Schlimmste Gegner. Ich lieb das. Denzel haut einfach am Runenbär drauf, so geil. Kamera ist richtig. Oh, Biene ist dabei, gell? Und die Frösche auch noch. Darf ich hier nicht auf die Gegner haben? Was ist das hier? Randomizer oder Pacifier Souls? Weg. Oder ist aber mehr als ein Runenbär. So eine das ist alles. Du hast die Spiel? Halbe Map getriggert, Dennis. Ich? Ja. Oh, shit. Ja, und ihr seid aus dem Schneider und ich hab die zwei Wichser jetzt bei mir, oder was? Was denn? Mach die platt jetzt. Bist du Jack Fromsoft oder Jack Squaresoft? Jack Squaresoft in dem Moment gerade, Alter. Oh, oh. Wieso hat er... Ja. Der hat von Haus aus nur viel mehr Leben als wir jetzt, ne? Wenn ihr glaubt, dass ich wie gegen den kleinen Wichser da sprüht, Alter. Hier ist auch noch eine Schnecke. Ich mach die Schnecke, ihr macht den Bär. Eddie, machst du die Blumen, währenddessen ich einen Bär mache, oder was? Möchtest du bei den Blumen helfen, Eddie? Ja, ich brauch da noch ein bisschen Hilfe. Oh, noch ein Frosch, ey. Aber sehe ich das richtig, dass wir alle eine Waffe haben, die wir eigentlich noch gar nicht benutzen können? Ja, du musst das einhändig führen. Zweihändig!
Das ist zweihändig. Mann, das ist doch auch in Österreich zweihändig. Ja, das stimmt. Das ist doch einfach das Gegenteil von dem, was du sagst. Ja. Ich hab gerade andere Probleme als wie einhändig oder zweihändig. Ja, komm, wir machen den jetzt platt. Edmund Denzel-Style einfach. Oh. Scheiße. Oh shit. Ach du Scheiße. Die Jump Attacks können wir. Wir haben ja noch nicht mal irgendwas dem abgenommen. Oh Gott, die Waffe ist. Der würde nicht abnehmen anscheinend. Jump Attacks, dann kann man Stagger. Wieso hakt das so bei mir? Das Viech ist halt wirklich. Oh, wie ich nix treffe. Oh. Ah. Oh. Jetzt. Ja! Gib ihm Jack. In die Fressen! Sehr gut. Runen bei Action. Yes, sehr gut. 1 Millimeter abgezogen. Man denkt, die Waffe hat krasse Reichweite, aber die hat überhaupt keine krasse Reichweite. Der einzige, was mit dem krasse Ding. Reichweite hat, ist der Hurensohn da. Oh oh. Oh oh. Au. Au. Nein! Okay, ey, ich bin tot. Stark, Jack. Was? Ja, Soul Scott, ne? Oh, ich bin auch tot. Aber ich habe auch das Gefühl, es ist ein bisschen lag. Oder ein bisschen. Also es spielt sich nicht ganz so direkt wie normal. Bei mir ist eigentlich relativ clean alles. Aber wer hostet jetzt? Ja, du, Eddie, du. Aber dann soll es bei mir doch geil laufen. Ja, das ist schon ein bisschen peer-to-peer. Eigentlich schon. Ihr hostet alle gleichzeitig, wenn ihr so wollt. Also ich glaube, bei Denzel lockt es ein bisschen, deswegen kann es sein, dass es daran liegt. Also was wir natürlich machen könnten, da oben ist also ein Gräber die ersten, ne? Da kommt man voll für Items looten. Was hat sie nur beim Runenbär? Ja klar. Okay. Der lebt ja noch. Alter. Oh oh. Das ist gut, wenn er das macht. Da geht er down. Eddie, er ist down. 390 Seelen. Das ist wirklich ein Witz. Und Bolzen. Wie nur 390? Das ist bescheuert, echt? Ja, ja, das ist leider, weil das halt Startgebiet. Der Gegner hätte genauso viel gegeben, ne? Ob das jetzt der Ritter ist oder ein Runenbär, es ändert leider die Runenanzahl nicht. Ja, lass mal zum Grabstein gehen. Wo sind die? Hm? Gern. Da oben sind die ersten Gräber. Royal Moin. Wo gehst du denn jetzt lang? Ich? Ja. Also ich würde zu die Gräber gehen. Muss man durchs Gate oder was? Ja. Da Wo gehen wir Händler, hin? Da sind sogar zwei Händler und ein paar Items und da hinten sind Gräber dann. Achso, aber warte, es macht doch Sinn, sich einmal ins Bonfeuer zu setzen und die Flasks wieder aufzunehmen. Oh, da ist ein Legi, da ist ein legendäres Item. Kommt was Geiles sein. Mit jedem Tod bekommt ihr auch Gott, Bruder. Also die kriegt ihr auch nur bei Bonfire los. Okay, da liegt was richtig Geiles, Mann. Spoilert nix. Marikas. Ich spoil nix. Ja. Ist das geil? Das ist. Ich warte nur, bis der Dennis hat, dann können wir. Ich hab das Ding schon, aber hier die Sentinel-Typen. Das ist Radagons Hammer, das ist die Waffe, was du erst im NG Plus kriegst vom Endboss. Echt? Ich hab einen anderen Hammer. Probieren. Nee, ich hab ab. Was ist das? Die haben aber viel zu viel HP, was soll denn das? Ja, ja die musst du erst runterhauen. Wenn du die einmal gestaggert hast, verlieren die aus Glas. Hast du das gehört? Die Sprünge so? Kann man parieren. Die Sprünge kann man parieren von denen. Jetzt. Ja.
Und jetzt, jetzt. Guck, jetzt geht's schnell. Zack. Zack. Jawoll. Und die hier sind. Die haben auch voll viel HP. Hey, Royal GG zur Plattform-Platin. Genau, Dennis, du kannst die Waffe, die was ich dir gedroppt habe, die kannst du nicht einhändig führen, die musst du zweihändig führen. Ja, ja. Ah, habe ich das nicht? Okay. Ja, das geht mit Dreieck und R1. Weil sonst machst du keinen Damage. Ja, ich hatte die eigentlich zwei, keine Ahnung warum. Oder vielleicht, weil ich gerade reite, glaube ich, nimmt er die. Der ist auch nicht schlecht. Kann das looten hier? Ja, der ist auch ganz gut. Und da hinten sind die ersten Gräber, ne? Und da liegen ja normalerweise nur diese Runen herum, die fast total lame sind, aber durch diesen Randomizer kann da halt jetzt schon der geilste Stuff so liegen. Da liegen 7-8 Items auf einem Haufen. Und die Gräber, ich sehe sogar da jetzt schon legendäres Item von der Ferne. Das kann zum Beispiel ein Echo von Malenia sein, was 50.000 Runen gibt und solche Dinge, ne? Ne. Blitz von Cransex ist aber auch gut. Ja, aber können wir ja noch nicht mal benutzen. Nein, safe nicht. Vielleicht braucht man mal eine Blutwaffe, dass man einen Drachen killen kann in Kehle. Drachenklaue? Smithing Stone 2 ist schon mal gut. Bestimmt. Okay. So, lass uns mal das Boss Jail machen. Oder? Können wir machen. Gehen wir noch schnell zum Leuchtfeuer da hinten, weil da ist der Händler. Ja. Das ist direkt da und da kommt der Nachtboss auch zum Beispiel. Ne? Der Nachtboss. Pitt, wo seid ihr? Das ist auch immer auf der Map oben, also auf dem Kompass. Ah. Wo steht denn der Wichser? Ah, da. Ah, okay. Okay, das ist nicht schlecht, das kaufe ich mir. Wirst du schon so viel Runen ploppen, Eddie? Ja, was soll ich damit? Sie hat mir die bewahrenden Boli gekauft, die sind gegen Scharlach, ne? Ist das der Typ, der sich irgendwann in so einen schwarzen, bösen Gegner verwandeln kann? Ist das die Ecke hier? Der wird aber später in Vasira, die im Endgame in einer krassen Form praktisch, ne? Aber wenn wir den töten, dann kriegen wir auch Items, weil der droppt eigentlich dann sein ganzes Set und seine Perle. Das heißt, wenn wir den jetzt killen, dann kriegen wir safe Items auch. Wollen wir ihn killen? Der Helm ist eigentlich gar nicht so schlecht. Dann killen wir ihn. Aber Achtung, der hat einen fucking Zweihänder, ne? Oh. Das tut gut, Gott. Das ist richtig gemein eigentlich. Das ist so fair. Ich finde das fair. Er hat die besseren Waffen, gell? Alter. Oh, jetzt hat er uns sogar allen drei eine gegeben. Ich bin tot. Er heilt sich. Das geht nicht. Das haben wir jetzt davon. Der hat. Warum? Ach so. Bist du dort? Wechselt. Dennis? Ja, was ist los? Ich bin tot. Bist du tot? Ja, du bist tot. Okay. Warte, Eddie, sollten wir uns ans Leuchtfeuer setzen, dass der Dennis auch den Loot kriegt? Kriegt er den sonst nicht? Ich hab keine Ahnung, ich setze mich her. Mach mal zu dritt weg. Okay.
Seid ihr da? Aber wo ist der? Oh, ey, greif mich schon an, Leute. Wo seid... Was ist denn los? Bin gleich da, dauert ich bin doch. Also mit Sprungattacken staggert man immer. Wo ist der Dennis? Ja. Ach doch. Steigt man auch von diesem Pferd ab! R3. Beim Reiten drücken. Der haut aber rein. Backstep. Ey. Ja, der. Au. Backstep. Backstep. Yes. Und ist Oli drauf ist Hammer weg. Wichskin, Entschuldigung. Hat er sich komplett voll geheilt? Ja, sexy Backstep. Oh. Backstep. Gib ihm. Gib mir Bock. Das gibt's doch gar nicht. Ja, der Held ausfällt. Yes. Oh. Ich fühl's nicht schlecht, ja. Oh. Ja. Immerhin ein Talisman, was kein Schwein braucht, okay? So, jetzt auf Nacht gehen, ne? Ja, auf Nachtmodus. Und dann müssen wir alle drei ans Leuchtfeuer wieder reisen und dann spawnt der Boss. Ich glaube, es geht, wenn man auch nochmal restet. Okay, wir können weitergehen. Den Boss besiegen wir nicht. Wer ist es denn? Wo ist er denn? Der Todesritenvogel. Dead Right Bird. Hm. Heißt das der Tweety, der schwarze? Das ist genau dieser schwarze große Vogel, weißt du, dieser Riesenvogel. Das ist einer der krassesten Gegner so. Alter, was ist denn da hinten? Aus wie dieser Tweety von Looney Tunes oder was das ist. Ja, furchtbar, ja, richtig, hinten, ja. Alter, das ist hier Schlangenmeister. Das ist Riker, da brauchen wir doch das Schwert für, oder? Ja, doch, den können wir jetzt noch nicht machen, ja, safe, ne? Ah! Das ist Riker? Einfach so? Hast du nicht gesagt, der muss in so einer Boss-Arena sein? Ich habe eingestellt, dass 1% der normalen Gegner durch Bosse ersetzt werden kann. 1%. Okay. Also wer Bock hat, da hinten wäre ein bisschen ein leichterer Boss. Da ist der Dunkelkavallerist. Wo bist du denn? Eddie bei der Hütte, hinter der Hütte. Okay. Kommt man vom Pferd runterhauen. Sechzen. Ach, der Rittertyp, den kenne ich. Ja. Boah, sind wir lepp. Wir machen ja gar keinen Damage. Wäre es gut, wenn wir Blutwaffe haben. Ich brauche dass wir einen Drachen töten können, ne? Wir sollten weniger Bosse töten und lieber erstmal Items. Farm. Ja, ne, ich brauche erstmal irgendwie eine Hose oder so. Oder ein Helm. Keine Ahnung. Ich glaube, was hat wieder tot, Mann. Ja, dann fahren wir, dann gehen wir zu ein paar Spots oder Item-Spots. Okay, ich komme wieder zu euch. Ja. Bosse, die Gegner, die sind so, weiß nicht, die haben so ein komisches Moveset.
Der hat ja immer noch über 90%. Ja, ja, das ist, wenn wir so schlechte Waffen haben und so Low Level sind. Der hat halt das dreifache Leben, auch wenn wir zu dritt sind. Ne? Okay. Ja, wollen wir denn nicht irgendwas anderes machen? Ja, ja, ja. Safe. Kann zum man Beispiel da weglaufen? Hinten sind Items. Ja, wir können weglaufen. Okay, ich komm zu dir. Da hinten sind ein paar nice Items. Hier los. Okay. Da liegt zum Beispiel was. Ja, das hilft zum Beispiel. Nein. Alter, hier ist aber auch überall Alarm, Alter. Jesus. Ey, ist das stressig. Alter, wir machen nur dreckig. Oh, oh. Geh doch! Oh. Alter! Das ist ein Riesentyp. Ich bin gestorben. Okay, Eddie. Irgendwo runtergefallen. Das macht keinen Sinn. Macht keinen Sinn. Nee, ich glaub, das ist hier auch. Du bist safe tot, Eddie, oder was? Ja, safe. Okay, dann kommen wir zum Leuchtfeuer. Leuchtfeuer, ich hab keine Ahnung, wo das ist. Bei der Hütte wieder. Auf der Karte Seelen Hütte des Kriegsmeisters. Hütte des Kriegsmeisters. Okay, es hat sehr wieder da, gell? Alter, was ist hinter. Oh, da ist noch ein Deathbird. Ich muss meine Seelen kurz wiederholen. Also da hinten, das ist ziemlich geil im Randomizer, da sind diese Statuen, die was normal immer nur Riesen umhauen können. Ne? Ja. Im Randomizer kannst du die einfach mit einem normalen Hieb haben drauf, Dennis da. Das haben sie so eingestellt, den kannst du selbst umhauen. Ne? Weil oft halt keine Gegner da sind, die was das machen können für die. Ah, das macht Sinn, okay. Ja. Aber das war ein scheiß Item. So, wir brauchen erstmal. Da hinten ist der nächste Händler, ne? Der verkauft da einiges. Und da gibt es dann zwei Gräber. Also wenn du willst, können wir da hin. Ja, reiten. Ja, das klingt gut, lass das machen. Hm? Okay, machen wir das. Wir brauchen ja endlich mal eine gescheite Waffe, ey. Ja, wir haben eine Scheißwaffe, das ist. Ich meine, wir haben eine der besten Waffen im Inventar, aber uns fehlen den Leveln halt dazu. Der Marikas Hammer, Achtung. Oder was? Ja, Marikas Hammer. Danke. Oh, Deathbird. Ja. Das ist der Looney Tunes Vogel wieder. Schmiedestein Zahlig da herum. Achtung, hier im Lager bin ich eben gestorben. Hier ist auf jeden Fall viel okay. Action. Okay. Ohne Bogen, nice. Ey, wir sind ja wieder genau da, wo wir eben waren. Ich dachte. Na? Nee? Wenn wir da runter reiten. Dann ist da ein neues Bonfire und da ist ein Händler und zwei Gräber. Ich reite da jetzt mal nach. Genau, da runter, ja. Und da ist rechts dann ein Bonfire. Und da hinten ist ein Händler und dann geht's dazu ein Haufen Items, wo wir vielleicht was Geiles finden können. Okay. Zumindest mehr Hosen für den Dennis. Das wäre für uns alle ein Gewinn. Das wäre mal ein Schritt in die richtige Richtung. Oh Gott, das ist schlecht. Da ist ein Händler. Oh, der verkauft aber was komplett Krasses, ne? Also diese Träne, die was da einen Free-Hit gibt, wenn du die trinkst, ne? Das sind die stärksten Bubbles, so finde ich. Und aber da brauchen wir doch erstmal die Flasche. Ja, die Flasche ist nicht randomized. Also, okay. Die liegt dann gleich da unten. Dann haben wir einen Free-Hit, ne? Und Smithing Stone 3. Ich hab mir die 3. Dann können wir doch eigentlich auch mal kurz zur Tafelfeste gehen und. Ach nee, wir wollen die Waffe ja nicht upgraden. Nee. Bringt ja nichts. Mit der Waffe will ich nicht upgraden. Warte mal. Vielleicht habe ich was für den Dennis im Inventar. Was zum Anziehen. Warte mal, Dennis, ich gebe dir mal. Du hast ja dasselbe Hemd wie ich an.
Wir haben das gleiche scheiß Hemd an. Ja. Ich kann hier einen Helm kaufen, aber dann ist einmal eine Kohle weg. Ja, 3.000 ist schon bitter für den Helm, gell? Aber da findet man da unten gleich was Besseres. Okay. Ja gut, Blutfiole, bei 4500 Stunden kennt man sich halt irgendwann noch mehr aus, Blutfiole. Sollte ich vielleicht mal leveln, oder wie das? Soll ich mal leveln? Ja, ich hab auch ein Leben, ich hab alles in meinem Leben in Vitalität gebuttert bei mir halt, ne? Okay. Sag Bescheid, wenn das nächste Bonfire kommt, dann könnte ich mein... Oh, herunten, da herunten, Dennis, okay. Wo ich stehe. Einfach den Hügel runterreiten. Ja, der Anfang ist halt immer ein bisschen chaotisch. Man muss halt hoffen, dass man irgendwie gute Items kriegt, dass man ein bisschen stärker wird einfach, ne? Und dann läuft's, eh. Das haben wir auch gehabt, Eddie. Weißt du das nur letztens? Mhm. Die Anforderungen für Marikas Hammer sind gar nicht so schlecht, aber dafür braucht man Dunkelsteine, ne? Mhm. Ich glaube, da haben wir sogar schon einen. Na, haben wir keinen. Also Marikas Hammer ist schon wirklich krasses Teil, ne? Das hat, und die Webmart von der Waffe ist halt eine Frechheit. So, und hier rechts haben wir einiges an Items. Haben wir ein Schwert, ein Stone-Schlüssel, ein Steinschlüssel hier? Da hätten wir einen Boss, einen Avatar, wollen wir ihn legen oder noch nicht? Ja, das ist doch dein Lieblingsboss. Das ist circa mit 17 der Lieblingsboss, ja. Wir machen wirklich gar keinen guten Schaden. Damage. Das ist echt traurig. Die Waffen ist so schlecht, was wir haben. Die hat so einen schlechten R2, das ist. Es ist einfach traurig, Mann. Oh. Jetzt brich ich mal zusammen mit der Haltung. Yes. Ritualspezial ist mir natürlich mega, ja. Achtung. Bullshit incoming. Ei. Oh, come on. Und wie wollen wir, dass der Dennis nicht wieder spawnt? Ah doch, er spawnt wieder. Einfach in den Kreis laufen bei die. Genau. Achtung nochmal. Abstand und Kreis laufen. Hälfte haben wir. Das ist random. Krass, ich habe überlebt. We are legends. Ich dachte, ich bin tot. Achtung. So, ich muss mich verpissen. Ich habe keinen Millimeter Energie mehr. Also gar nichts. Komm her, Eddie, zu mir. Warte, ich benutze hier diesen... Schnell. Eddie. Stell dich doch rein. Achtung, er kommt. Spannender See, das Sklavenritter Gelfett. Immer schön mit Sprungattacken. Warm, der Sprungattacke ist das Beste, ne, weil da irgendwann staggert er halt, der fette Hund.
Achtung, oh oh oh. Das ist eigentlich die einzig gefährliche Attacke von dem Dude, so. Nein! Och, du Wichser, ey. Tot. Sollen wir machen oder nicht, Eddie? Ja, du kannst die sehen trotzdem. Den. Mach den bitte. Das dauert eh noch, Eddie ist doch gleich wieder da. Nee, ich kann jetzt nicht mehr respawnen. Das geht nur einmal. Wie? Man kann nur... Aha. Ja, einmal. Hackt das jetzt gerade auch bei euch oder ist es nur bei mir? Ah, es hackt ab und zu schon, ja. Nee, ob's eben gerade. Na, jetzt gerade nicht, ne? Na? Okay. Oh, ich ärgere mich so. Ich habe einen goldenen Fuß benutzt. Ja, oh. Drum. Du ihn abrüsten. Sollen wir töten lassen oder sollen wir killen? Ihr kriegt die Seelen trotzdem. Ja, ja, mach ihn. Gibt genug Gegner hier. Aber wehe, du machst ihn jetzt auch nicht. Ganz alleine. Hey, wieso ist denn Dennis wieder da? Ja, er hat Cheat Engine. Wieso kann Dennis respawnen und ich nicht? Dennis hat dieses eine extra Leben. Wie? Hä? Na, ich weiß nicht. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Die treiben es mit dem Random ein bisschen auf die Spitze, habe ich das Gefühl hier. Arschplatscher. Ach, come on. Fuck. Boah. Nein. Ich habe nicht gesehen, dass der noch kommt, Alter. Mock die Hure has died steht bei mir. Ja, wir konnten auch zu den Gräber, die sind links davon, sind zwei Gräber. Die kommt man abklappern. Oder wir hauen einmal weg, wie es ihr wollt. Jetzt darf ich nicht wieder spawnen. Ja, bei mir stehst du hier. Ja, du stehst mal ohne drei Tod, oder? Auf 46 Seelen, geil. Ich lauf gerade, ich sehe dich nur, Eddie. Bin ich in einem Spectator-Modus oder sowas? Ja, eigentlich müsstest du jetzt wieder. Okay, na, dann müssen wir uns ans Leuchtfeuer setzen, weil der hat wieder Full Life, ne? Also, hä, ich hab ja gerade. Ich bin ja gerade am Bonfire gespawnt. Okay, ich komme. Also, ich spectate jetzt gerade Eddie. Ja, aber dann komme ich. Spielst du auf Englisch oder auf Deutsch, Ed? Auf Englisch. Nur diese Woche mehr und dann gibt's Dual Streams, Moschen, mein Lieber. Okay. Jetzt okay, haben wir wieder. So, gleich da rechts unten haben wir Gräber, ne? Zwei Stück sogar. Kommt man uns was Geiles finden vielleicht. Okay. Die Waffen sind ja wirklich scheiße, was wir da haben. Ja, wir werden schon gleich was finden. Wir müssen einfach die Items farmen. So, sind die Gräber, ne? Eine geile Waffe haben. Dann seht ihr ein ganz anderes Bild von mir, Leute. Wenn ich. Nice. Richtig krass. Oh, Eddie, jetzt hast du was, Eddie. Ich weiß, dass du die Waffe liebst. Wo bist du? Ja. Oh, da unten. Sind's nicht bei den Gräber? Ja, doch, jetzt gleich. Ja, ja. Eddie, jetzt wirst du gleich Freude haben. Ich versprich das. Na? Reduvia, geil! Ja, schau, wie ich die kenne. Stark, yes. Beste Waffe im Spiel, ey. Allerdings brauchen wir da Zomba Smithing Stones für. Und ich kann es noch gar nicht benutzen. Okay, Arc 13. Weißt du, was witzig ist? Dass du geile Waffen, aber der Dennis keine Hosen hat. Das fände ich gerade ziemlich geil. Allerdings brauchen wir eigentlich zwei Reduvias, aber so, ich will mich nicht beschweren. Ah, du kannst Man haben, Eddie. Nee. Komm her. Willst du die nicht spielen? Ja, klar, was mache ich mit der... Na. Eddie, da, bitte sehr. Für dich, mein Freund. Wo bist du denn? Da liegt's. Ah, geil.
So, jetzt muss ich nur noch Level. Jetzt brauche ich nur noch Seelen, um überhaupt auf okay. zu kommen. So, da unten haben wir nur einiges mehr an Items. Haben wir nur zwei Gräber. 13 Arc braucht man. Was ist das denn da an der Klippe? 4 Level. Sollen wir unten in die Kirche? Eddie, wenn du die Blutungswaffe führen kannst, ja, dann können wir den Drachen killen. Ja. Ich brauche 4 Level dafür. 4 Level, okay. Du brauchst 4 Level, Eddie. Ja. Dann komm her zu mir. Leider. Ja, komm zu mir. Ibims. So, ich leg das da was runter, Eddie. 20 Seelen. Oh, okay. Ja, jetzt brauche ich Bonfire. Oh, da oben ist ein. Unten ist Bonfire. Guck mal da auf dem Hügel, wer da steht. Was ist das ja, der goldene Ritter, ne? Gesehen, ja, aber mit was für einer den Waffe? Den habe ich keinen Bock. Das schaut geil aus, ja, aber das ist ein Standardgegner und kein Boss. Also, der gibt vielleicht 100 Runen, der Wichser. Da drin haben wir jetzt das Fläschchen in der Kirche. Und einen Hut für den Dennis. Hut. Komm ich da rein? Helm. Achso, ich muss ja erstmal. Jetzt können wir. Eddie, jetzt kannst du hast du die Träne gekauft, Eddie? Ja. Die können wir jetzt halt reingeben in die Arzneiflasche, ne? Obwohl, nee, habe ich doch, ich glaube, ich habe sie gekauft. So, und wenn ich den nehme, dann habe ich diese safe Bubble und die halt 3 Minuten und ich kann einen Hit, egal wie hart der ist, überleben. Oh Gott, es fehlt noch ein Level, warte, ich glaube, ich habe noch Pops. Warte, ich habe noch was für dich. Ich habe noch, nein, lass es stecken, ich habe. Okay. Necromancen, danke für 19 Monate, subben. Okay. Ich sehe jetzt definitiv einen kleinen Tick cooler aus, aber ich glaube, ich habe jetzt Midroll. Ja, Midroll ist aber okay. Midroll ist okay. So, da hinten jetzt sind einige Gräber und Items. Also wir haben jetzt nur 2 Gräber und 2 Händler da jetzt. Genau, blasphemisch ist sehr gute Waffe, Pseudo. Da oben ist der Kenneth High, ne, dieser NPC, wo wir den töten, droppt da ein Item. Der droppt normalerweise die Golden Seed. So, ja, theoretisch können wir jetzt zum großen Drachen. Wie hast du gerade noch 4 Level gemacht, oder was? Jack hat mir doch gerade noch ein paar Runen geschenkt. Achso, okay. Ach, den wolltest du verprügeln? Ja, wo uns geht's? So geil. Ich liebe die Dolche, ey. Weil der droppt der Item. No. Oh. Was? Oh. Wo seid ihr? Hat der wieder Full Life jetzt? Gib ihm. Ich meine, wenn ihr respektierst, dass er einen Boxershort da hat, das muss man auf der Habenseite. Wir können gleich mal auf jeden Fall in die Feste zum Schmied. Eddie, wo bist du? Hilfst du uns? Naja, ich war ja noch am Aufleveln, da seid ihr schon. Ja, ihr seid losgeritten. Ach so. Ich war noch am yes. Aufleveln. Alter, was geht hier? Sorry, Eddie. Nur dieses Item. Ja. Okay. Und da oben sind wieder Wo Gräber. Seid ihr denn? Da bei diesem großen Bogen. Bei diesen. Oben drauf oder was? Oh nein. Ja, oben drauf. Ja, Leute, jetzt bin ich gestorben. Jesus fucking Christ. Können wir. Okay,
Eddie, wir warten da jetzt. Ja, jetzt! Ich komme. Ich bin gestorben. Ich okay, muss wir spawnen. Warten. Da ist der große Bogen. Und da ja, haben wir jetzt ich den Typ getötet. Jetzt, ja. Okay. Warum habt ihr denn nicht gewartet? Ja, was hast du gemacht? Aufgelevelt! 10 Minuten lang! Ah ja, manche brauchen länger! Spaß, Spaß, Spaß. Das muss ja auch alles wohl überlegen. Ich musste erst die Seelen poppen, dann musste ich noch die die Flask musste ich noch füllen mit dem Ding. Das okay. ist Eddie sieht den Pferd. Cool. Es schaut so lustig aus, das kleine Pferd da unten. So, ich muss jetzt erstmal meine Seelen holen. So, jetzt komme ich zu euch. Wo seid ihr? Jetzt spreche ich schon so viel. Yes, ich kann's nicht. Reit auf da. Spreng um da. Und da sind Gräber. Die werden wir plündern wie Piraten. Okay. Uleci. Alter. Bitte sehr was Gutes. Ja komm, Quetter das. Golden Seed immerhin. Nicht so schlecht. Der Golden Seed kriegt. Mhm. Oh ja. Da oben. Devourer okay. Scepter. Ja, das ist das von Bernal. Das ist nicht so geil jetzt. Das Gute ist, wir sind eigentlich da näher unterwegs Richtung Drachen und wir können jetzt die Gräber da in dem Wald noch alle holen, wenn es möchte. Manchmal weiß ich nicht, ob es die Sprache, die du sprichst, wirklich gibt oder ob es einfach so ein Joke ist. Arscht uns. Ja, dein ganzes Land ist, hat er sich diesen Joke überlegt. Demnach wurde es gegründet. Was habe ich jetzt gleich gesagt? Ja, nee, einfach so, weil manche Wörter machen einfach keinen Sinn. Also es gibt für mich was keinen... Was zum Beispiel jetzt? Ja, ich sag dir, wenn du das nächste Mal was sagst. Wo gehen wir lang? Das ist österreichisch, Bruder. Ja, aber ich meine, ihr seid ja schon ein bisschen unser kleiner Bruder. Ja. Und es ist aber, ja so ein bisschen, was, als ob ihr... Naja, irgendwann habt ihr euch gedacht, komm, wir machen unser eigenes Ding, aber das nicht zu Ende gedacht. Ja, das ist hier natürlich ganz anders, gell? Ja, ich weiß, das ist ja, aber also rein sprachlich meine ich jetzt. Mir würde es interessieren, was du jetzt genau meinst. Ja, meinst zum Beispiel. Ja, meinst, sowas nennt man Dialekt, kennst du das nicht, oder was? Ja doch, aber Dialekt, das lernen wir halt in der Schule, dass man das aus Integrationsgründen... Ja, in der Schule... Dialekt, was sagst du zu den Schweizer? Ja, die haben ja ganz einen an der Waffe. Die sprechen ja in Zeitlupe, da musst du ja, weiß ich nicht, bei den Schweizern... Aber bei dir, bei deinen Videos stelle ich ja auch auf Geschwindigkeit 1,5, damit es sich normal anhört. Das ist was anderes, das ist von der Geschwindigkeit, ja. So, da haben wir, glaube ich, irgendwas Geiles gekriegt jetzt. Wie, was haben wir Geiles gekriegt? So Augenbände. Oh, wir können eigentlich auch mal runterfahren, oder? Gucken, was unten abgeht. Arm machen, ja. Nostrovia, oder wie das heißt. Eiserliff. Aber da hinten hätten wir noch zumindest Gräber. Ja, gut, erst Gräber. Wenn ihr den nur abklappern wollt. Wo? Ich laufe einfach hinterher. Dann sagt ihr Bescheid, wenn ihr stark genug seid, und dann machen wir einen Boss. Das? Oh. 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 Hier, den da. Haben wir nur die Ruinen? Da ist nur ein normaler Talisman drinnen. Alter. Kann er mal stehen bleiben? Kämpfst du gegen den? Ich dachte, was machen wir dann? Wo seid ihr? Shit, ihr seid gar nicht hier. Oh, ich... Oh, wie lame. Ey, wir brauchen nochmal ein gutes Setup, dass wir überhaupt irgendeinen Boss bekämpfen können. Oh. Ja, ist es überhaupt klug, dass wir so weit irgendwie fernab der Stadt... Ist der gefreezed irgendwie? Drin? Ja, das ist... Wir sehen ja gar kein Land. Wir sind im Stadtgebiet, ne? Sind wir noch im Stadtgebiet? Wir müssen sogar daher für das Medaillon.
dass wir weiterkommen. Da. Wir sind im Stadtgebiet, ja, und da ist ein Händler. Ach stimmt. Da ist ein Händler und da hinten ist ein Gräber. Okay, ich komm zu euch. Oh, der verkauft eine Maschine, das ist ja geil. Ja, hey, dann dunkelschmierst du ein 2 für die, Eddie. Ja, ich habe keine Kohle. Coded Sword, Staff of the Avatar. Was du nicht mehr brauchst, Eddie, kannst du verkaufen. Ja, ich guck mal, was ich verkaufen kann. 2 Vieh brauche ich. Ja, passt schon. Den Avatar-Hammer hat er. Reason. Aber der ist nicht so geil irgendwie. Alter, was geht? Hm? Ah, Dennis hat seinen Freund mitgebracht. Echt? Ich suche euch eigentlich noch. Wo seid ihr? Ja, okay. Ja, oder in Händler wegkriegt. Kann sein, Dennis, dass du keinen Händler mehr davor findest. Jetzt haben wir erstmal meine Seelen auf. Alter, das sind aber auch die dreckigsten Viecher, die es gibt. Scarlet Rod auch noch. Okay, cool. Jetzt bin ich gleich tot. Ja, mit dem Raid anlegen. Du, wie, du bist einfach weggeritten oder was? Wer? Ja. So. Okay. Okay, bin da. Ja. Habt ihr den Händler geärgert? Jetzt verstehe ich, alright. Ja, wir nicht. Da hinten ist ein Gräber auf jeden Fall. Ja, ich hab Scarlet Rod, ich werd's nicht mehr lang machen. Ja, und dafür habe ich mir das Kraftgeschenke da jetzt. Da. Der hey, Quatsch, ist das, willst du das nicht aufheben? Nimm's! Nimm's! Und friss! Ich komme mir vor wie der Betreuer. Ich muss dir Kohle geben, ich muss dir Medizin geben. Na, du musst nicht. Na, Spaß. Du musst nicht. Lecce. Aber es ist natürlich sinnvoll, dass du es machst. Jetzt Dennis. Das ist natürlich jetzt was Grandioses. Das ist bestimmt zu schwer. Ich kann noch gar nichts tragen außer irgendwelchen Rags. Ich brauche erstmal Seelen zum Leveln. Vorher geht noch nichts. Warum eins Gräber, ne? Oh Gott, diese Waffe, Bruder. Segen des Himmels, Mann. Segen des Himmels, wir brauchen die Knight Rider Glaive ist geil. Die ist geil. Ist wirklich geil. Oh, oh, die ist wirklich die, geil. Das ey, die mag ich gar nicht. Die kommt jetzt, die gerufen kann ich schon. Ah, Scheiße, jetzt brauche ich Stärke, ne? Dunkelschmierstein 1, Eddie. Ja, komme. Für den Reduvia. Okay. Ja, wir müssen jetzt gleich mal zum Schmied. Shit, hier sind ja doch voll die Leute. Oh. Geht ab. Verarscht uns, mach hier Purzelbaum. So. Okay. Technisch gesehen war das ein Rad, was er geschlagen hat. Ich auf als österreichisch alter Purzelbaum. Ja, auf, genau. Für österreichisch ist es ein Purzelbaum. Ich als alter Bodenturner kenne mich da natürlich aus. Purzelbaum heißt es. Wo gehen wir lang? Ich wäre ja für ein Bonfire und dann mal auch in die Feste. Also an die Ritter der Tafel runter. Gerne. Für das müssen wir noch Kälet, wir sonst kommen nicht in die Feste. Julia, danke für den Raid. Du kommst erst in die Feste, nachdem du entweder Margit besiegt hast oder da oben, da können wir gerne hinreiten jetzt, zum Bonfire sie setzen. Aber wir könnten auch in die Burg da reingehen und uns den Schlüssel holen und einige Items einsammeln. Ja, das klingt gut. Oh. Oh, hier. Scharlach vor der Ritter. Oh fuck, okay. Was haben wir? Das ist gar nicht gut. Aber ist er jetzt nicht noch. Ist der normale Stärke oder ist der jetzt? Der ist normale Stärke, aber er ist stark genug, dass er uns wegfickt. Ei,
Da drin ist nichts besonders Gutes. Oh Gott, ich bin tot. Oh shit. Ich auch. Ja, läuft. Mhm. Oben müssen wir aber hin, weil da ist die Kiste mit dem Schlüssel. Queen Mary, moin. Wo waren das von hier aus gesehen? Eine Seelen hätte ich auch ganz gerne wieder. Also, Densley, gibt es da ein paar Seelen ab? Die kannst du dann droppen, viel sind's nicht, aber du kannst vielleicht ein paar Level-Ups machen. Was hast du dir denn her? Ja, aufgehoben, da liegen zumindest ein bisschen was ist es zumindest. Na, warte mal. Vielleicht hilft es da ein bisschen weiter. Recht viel ist nicht, aber vielleicht sind es zwar. Da ist auch noch an. Vielleicht sind es zwar drei Level-Ups. Ich versuche meine Seelen zu holen. Leider habe ich auch nicht mehr. Ja, danke dir, ich popp das mal. Bitte. Mhm. Pop den Shit. Shit den Pop. Und was man heute halt auch machen kann, ich verkaufe halt immer bei jedem Händler den Stuff, was er nicht braucht. Es gibt da immer einige Runen. Ne? Anfang ist halt nur schwierig, ja. Genau, Mary, verkaufen, verkaufen. Okay, jetzt hab ich's. Hm? Okay, wir müssen den killen. Die Malekith-Rüstung schaut schon geil aus, finde ich. Schon richtig als schicke Rüstung. Alter, wie nervig. Okay, gleich habe ich's. Hast du wie viel hast du schon? 5000 oder weniger? 20. 20.000? Okay, das sind einige Level-Ups, Mann. Okay. Kannst du schön leveln, ja. Okay. Stufaufstieg. Das waren ja gerade mal 1800. Wunderschön, mein Lieber. Viel mehr Seelen gerechnet. Für 1800 Seelen bin ich jetzt hier hingerannt. Okay. So, ich habe wieder Fast Roll. Perfekt. Perfekt. Okay, endlich. So. Wenn wir jetzt da oben uns ans Bonfire setzen, da müssen wir zur Kirche hoch, da könnte man hinreisen. Randgebiete des Totenwasserdorfs, dann kommen wir in die Tafelfeste und dann kannst du Eddie die Waffe upgraden, wenn du magst. Hä, wir können auch schon in die Tafelfeste, meine ich. Nope. Sicher? Dazu müssen wir noch Kaelid und seine Leuchtfeuer setzen. Und dazu müssen wir jetzt zum Randgebiete des Totenwasserdorfs reisen. Ach so, soll man nicht das Item noch holen? Sonst in der Burg? Ja. Ja, können wir machen. Glaube ich immer doch, du willst vielleicht deine Waffen upgraden. Ja, mir ist egal. Ihr seid schlecht. Also, ihr habt schlechtes Stimmt. Equipment, meine ich. Ihr habt genug. Okay, also was ist der Plan? Ich hab's nicht ganz gecheckt. Genau, die Karte öffnen und dann einfach bei Randgebiete des Totenwasserdorfs alle abstimmen, dass wir da hinreisen. Dahin reisen, okay. Ich reise genau, dahin. Jetzt reisen wir dahin. Okay. Mhm. Ja. Und da reiten wir jetzt ein bisschen hoch, da ist eine Kirche, und wenn wir uns zu der Kirche setzen,
Dann kommt die Melina und die bringt uns dann so Tafelfeste. Da ist ein Händler und da kann man die Waffen dann upgraden und solche Dinge, ne? Aber ich bin mir sicher, ich kann das schon. Hallo. Na bitte, dann sag mir das, Eddie. Ja, Moment. Aber ich war in einem anderen... Okay, hier geht's jetzt nicht, aber ich war in einem anderen Bonfire gerade, wo es ging. Konnte ich Melina rufen. Da steht nur mit Melina sprechen, aber Melina, sie bringt ja nicht zur Tafelfeste. Du weißt nicht, was sie sagen wird. Doch, über was? Ja, okay. Stimmt. Komm. Genau, und da oben ist die schwelende Kirche. Wenn wir uns da hinsetzen, dann holt es uns ab. Ja. Hä? Wir laufen doch komplett falsch. Falsche Richtung, falsche Richtung, falsche Richtung. Ich wollte gerade sagen. Umdrehen bitte. Ja. Andere Richtung, hoch Richtung Kadett noch hinten. Da kommt random Denzel auf seinem unsichtbaren Pferd. Das sieht so lustig aus. Einfach nur so nackte Schenkel, die durch die Gegend fliegen. Böse Musik. Ja, das ist... Ja. Oh, was ist denn? Wie geil das einfach aussieht, ey. Ist ja immer noch der Thron. Oh, Agit geht da herum. Zwei Bosse. Ja, ich finde Mary so ein bockig. Okay, fängt hier Caleb an oder was? Sieht so rötlich aus. Mhm. Okay. Ah, die Ecke kenne ich noch. Hier gibt's eine Invasion oder so, ne? Mhm. Genau, und Achtung, ja. Und wenn wir sie da her sitzen, dann. Gerne Talisman. Und Großkeule. Oh, die Großkeule ist geil. Die Dame. Was hinter uns? Wir werden gefickt. Was? Achtung! Oh. Und ich saß noch! Ja! Das war ihr Wurst anscheinend da. Ey, die macht der Britz-Attacken da. Oh, die hält gut was aus. Nix, hält die aus! Au! Die kann man geil parryen. Oh nee! Okay. Eddie, mach du den Spritz-Shit. Ja. Alter, Achtung, wirbelnde Scheiße. Marlenias Helm auf. Yes. Ja, da war der Trigger. War das Blutungsschaden am Ende oder was hat sie da hingerafft? Okay. Das war der Blutungsschaden. Ja, Blutung ist nice, wenn die viel HP haben. Welche meinst du, Jenks? Welche Waffe, die was der Eddie führt, oder was? Die gibt's im Stadtgebiet, unten beim See, wo der Drache ist, da kommt der Invader. Und wenn du den killst, der führt diese Waffe, dann kriegst das du. Jetzt bis zur Nacht Waffe, warten, was... oder was habt ihr gesagt? Nee, einfach zum, zur Tafelrundfeste gehen. Was passiert hier gerade? Achso. Ey, das sieht sehr merkwürdig aus. Ich sehe hier zu viele nackte Männerbeine. Was ist hier los? Warum könnt ihr euch nicht mal bekleiden irgendwie? Ich glaube nicht. Ich bin
those who all the more. Ja, schon wieder. I'm well. The honor of one. By the way, she's my servant. Take your eyes off her. Ja, lass mal gucken, was es zu kaufen gibt, oder? Mhm. Echt hat's was Geiles. Kommt man hier normalerweise auch zur Tafelrunde? Ist das normal oder ist das random? Ja, das ist normal. Ja? Du musst entweder Margit besiegen, ne, den ersten großen Boss, oder noch Liurnia gehen, in ein anderes Gebiet einfach. Liurnia oder Caelid. Zwei Golden Seeds, ey. Oh, okay. 8000 kosten die. Das ist natürlich viel Geld. Zu teuer, Mann. Gibt's hier eigentlich einen versteckten Boss in der Tafelrunde? Nur ein Invader. Na, Invader später, wenn du das erste Heiligbaum-Medaillon aufhebst, kommt der Invader. Ne, wenn du einfach vom Balkon springst. Ja, ne? Ja, da kommt der Invader. Und wenn du das Heiligbaum-Medaillon findest, dann kommt der Invader, was die ganze Zeit in der Tafelrundfeste im Eck verweilt. Na, der wird dann aggro. So, ich grade jetzt. Das Problem ist, da ich zwei Reduvias habe, brauche ich auch doppelte Anzahl an Steinen. Ich hab da einen zweiten Stein für die, komm her, Eddie. Ja, ich bin beim Schmied, Moment. Okay, warte, komm. Auch die Dunkelscheiße nicht. Ich schau. Missing Stone 1 brauche ich und 3 und 2. Obi. Also eigentlich brauche ich alles. Schau mir, wie der offen mir ausschaut. Ich feier seinen Style gerade extrem, Mann. Ja. Ist das geil, der hat noch nie so. Oh Gott! Von was redest du? Oh mein. Ja, da kommen wir mit zum Off. Oh Gott, Mann. Oh. Stress. Warte, Eddie, droppt jetzt den, zumindest den kannst du haben. Geil. Danke. So, komm mal hier. Ich brauche nur noch Glar 19. Was ist denn Glar? Glar? Glaube. So. Ah, Glar. Ich muss Glar skillen. Wie mache ich das jetzt? Du ein Seedor, oder? Okay, beide Reduvia auf plus 2. Immerhin. Das ist stark. Jetzt können wir zum Drachen reiten und dann sind wir eigentlich reich. Dann kriegen wir 100.000 Runen. Wenn du den killst, Eddie, für uns. Oh, da hast du den Ding schon, Denzel, den Hammer von Radagon. Nee, das ist der Geil. Hammer von der Tante hier. Marigas Hammer. Marigas Hammer, ja. 19 Glaube, ja. Genau, 19 Glaube brauche ich. Komm, wir meinen erstmal den Invader hier. Aber erstmal labern wir mit dem Typen hier oben rechts. Ja, lass den Invader hier machen, genau. Aber erstmal hier mit dem Oh, der ist noch gar nicht. Nee, der steht da unten. Ist das, du meinst, der später nicht mehr laufen kann oder so, ne? Egal, wir meinen jetzt erst den Invader. Ja. Kein Quatschen. Runter jumpen. Liegt, ja. Au! Ja. Die Sau hat sich geheilt. Wollt ihr vielleicht auch mal angreifen oder guckt ihr nur zu? Sockt der aus vor 5 Kilometer Entfernung einfach. Ja, aber immerhin greife ich an. Ich mache wenigstens Schaden. Ja, weil wir One-Hit sind bei dem. Ja, ich bin auch One-Hit. Jetzt habe ich Scarlet Rod von dem, weil ihr nichts macht. Ich ziehe die ganze Aggro hier. Das ist mal wieder Teamplay hier. Gib ihm! Ja, also, geht doch. Ja, wir müssen ja ein bisschen abwartend spielen. Ja. Wie geht denn jetzt? Sag mal, wie nennst du das, wenn die Teller schmutzig sind und du die sauber machst? Abwaschen.
Nee, das ist jetzt... Oberschen. Ja, der hat sich jetzt geschickt rausgerunden. Was sonst? Wie nennst du dieses... ein anderes Wort für Waschbär... Oh, jetzt ist der Scarlet Rod hat mich gekillt. Guck. Oh, lol. Owosch meinst du, oder was? Ja, anderes Wort. Ab. Spülen. Stimmt's? Na? Wie na? Na? Ich sag nicht abspülen. Sagst du nicht Spülmaschine? Ich verstehe nicht, was du willst von mir. Ja, weil du sagst immer spülen. Das heißt bei dir spielen. Aber spülen heißt bei uns abspülen. Spülen. Ja, das sage ich. Spülen. Spülen. Abspülen. Ja. Spülen. Votet mal, dass ich nochmal zur Himmelsfeste komme. Zur Tafelrunde. Ich bin ja gestorben. Soll ich voten? Ja, ich kann mich nur zu euch beamen. Ja, auch nochmal dahin beamen. Eddie, du weißt aber schon, dass es mehr Länder gibt als wir Deutschland, oder? Und dass jedes Land seinen eigenen Dialekt hat. Und ich sage, seitdem ich 3 Jahre bin oder seitdem ich reden kann, sagen wir spülen. Zu spielen. Wir spülen. Das ist Österreich. Ja. Spülen. Könnt ihr jetzt mal voten? Jetzt laber nicht, wähl doch mal. Ich will zu... Jesus, votes needed. Könnt ihr jetzt mal... Alter, ich hab schon dreimal gesagt, ich hab keine Ahnung, wie man votet. Mann, indem du dich einfach zur Tafelrunde feste beamen. Einfach zur Tafelrunde beamen. Das ist der Vote. Wie soll ich mich denn beamen? Soll ich Scotty anrufen oder was? Wie soll das denn? Was denn? Schnellreise? Wohin? Jesus fucking Christ. Dort zur Tafelfeste. Nicht doch schon. Aber da musst du trotzdem nochmal machen, damit ich auch wieder dahin kann. Sag das doch. Das sag ich in 10 Minuten. Ja, ich hab's ja auch gemacht und nichts passiert. Ja, weil dann macht Jack's nicht. Ich spül mein Spül, so wie jetzt ich spülen endlich. Will. Ja, spül. So, jetzt bin ich da, endlich. Das war doch nicht so schwer. Jetzt muss ich meine Seelen da unten wiederholen. Jesus Christ. Wieso hast du denn deine Seelen da unten gelassen? Ja, weil ich wegen euch gestorben bin, weil ihr zugeguckt habt, wie ich den Typen kille und er mich mit Scarlet Rod gekillt hat und ich vergessen habe, dass ich... Kein Grund, deine Seelen da unten zu lassen. Jesus Christ. Mach mal Hände da. Alles muss man selber machen. Das ist... Nichts hat sich geändert. Nichts. So. Noch das Item hier unten, das habt ihr bestimmt vergessen. Goldene Rune plus 5. Pech für euch. Aber vergessen das da unten noch. Ich glaub's nicht. Da gibt's ein Item, ist noch unten. Guck ihn dir an, da unten. Läuft dann gehen wir runter, weil da liegt wirklich noch was. Nee, jetzt, da wo halt er... Alter, schön, jetzt geht... Ja gut, aber da ist halt eine goldene Rune 5, ne? Naja. Ich hab keine Ahnung, was das bedeutet. Aber ich hab keinen Bock, da nochmal runter. Das bedeutet, du kriegst Runen zum Leveln. Ach so, okay. Ja, ich... Ja, nee, danke. Ich finde schon welche. Ja. Eddie macht jetzt den Drachen, habe ich gehört, ist der Plan. Dann haben wir 100 Millionen Seelen und dann habe ich meinen 19 Glar. Und dann ja. Ich freue mich, wenn du endlich 19 Glar hast. Ja. Dann kann es endlich losgehen. Jetzt zur schwelenden Kirche, okay? Darf ich jetzt noch aufleveln, Herr und von FromSoft? So. Das ist, wenn man mit diesen Pros spielt, ne? Die haben einfach keine Geduld. Doch, ich habe nicht gewusst, was du machst. So. Es ist schwierig zu dritt. Schau, ich merke, ihr zwei habt Elden Ring Erfahrung von 2% aktuell. Ja. Das ist Quatsch. Bitte nenn mich doch nicht in einem Atemzug. Okay, dann 4%. Ja. Der Dennis vielleicht. Es ist schwierig, dass wir uns, wir müssen jetzt zusammenreden. Das ist ja alles random, ne? Und zu dritt ist es halt immer ein bisschen schwieriger. So, wo müssen wir hin? Genau. Wir wollten jetzt einfach da oben zur schwelenden Kirche. Kannst du das aus schwelenden Kirche? Was weiß ich, was die schwelende Kirche ist? Ja, keine Ahnung, wie die Orde heißen. Dann haben wir diese Language Barrier. Das ist. Okay.
Wie soll ich schwelende Kirche sagen, dass smoldering, ihr zwar versteht? Wieso stellt ihr nicht auf Englisch? Stellt es doch einfach auf Englisch. Ja, wir unterhalten uns am besten alle auf Englisch. Das fände ich auch gut. Dann verstehen wir uns. So, wer hat jetzt schon wieder nicht gewotet? Ich weiß nicht, wie das geht! Indem man alle müssen zum gleichen Ziel warpen. Sonst geht es nicht. Dann nenn das doch nicht voten, dann sag doch, ey, warp mal da. Es Wohin heißt denn? Halt voten im Spiel. In die Smoldering Church. Wo wir die Invasion hatten. Oben bei Caelid. Ihr macht mich wahnsinnig. In ja, die easy. Jetzt habe ich verstanden. Ich komme. Die schwelende Kirche. Das ist echt, dass das mit Österreich solche Verständigkeitsprobleme gibt, das hätte ich nicht gedacht. Dann schaltet es halt auf Deutsch, dann haben wir keine Probleme. Ne, ihr stellt es auf Englisch, weil ich will nicht, dass es bei mir sicher, klar heißt. Weil es ja unser Spruch ist. Ja, Entschuldigung, wer heutzutage nicht mal wenigstens die Basics in Englisch versteht, von einem Rollenspiel. So, wo muss ich jetzt hin? Zum Drachen, jetzt wir reiten jetzt Ach ja, wir machen jetzt den Drachen, Ich mach den Drachen, weil ihr habt keine, noch nicht mal Blood-Items. Ja, weil ich dir meine ganzen Items schenk. Oh, aber freiwillig. Richtig. Ja, ich möchte das nochmal betonen. Das ist ja ein Geschenk. Ein Geschenk ist ja freiwillig. Geschenk ist, genau. Alles andere wäre ja Raub. Das stimmt, stimmt. So. So, du, wir laufen dir einfach hinterher. Ist auch noch ein Item. Ich trau mich gar nicht mehr reden, Alter. Ich trau mich gar nicht mehr reden. Ja, komm, das musst du dir ein bisschen gefallen lassen als Österreicher, dass wir uns ein bisschen drüber lustig machen. Oh shit, hier ist ein Hummer. Na, eigentlich nicht. Was? Aber ihr müsst es auch selber lustig finden. Ja, ich steh auf und ich rede so lustig. Es ist so lustig. 36 Jahre lache ich jeden Tag über das, wie ich sprich, Mann. Ja, ehrlich gesagt, kann ich gar nicht glauben, dass ihr das ernst meint. Spülen. Was macht denn der Drache? Was kommt da, wenn der Feuer aus dem Mund kommt? Wie nennt ihr das? Feuer? Spähen. Was seid ihr denn? Spähen. Spähen und spülen. Du bist der Sprachrassist, Mann. Dass ihr euch überhaupt selber untereinander versteht. Ich darf darüber lästern, weil es immer noch Aber Deutsch wir ist. Wir verstehen uns eh nicht. Wir verstehen uns nicht, ne? Ich kenne meine Mama seit 36 Jahren. Ich habe noch nie verstanden, was sie zu mir gesagt hat. Ja. Mobber, ja, vorher. Die ganzen Österreicher im Chat sind jetzt sauer auf mich. Dabei mache ich nur Spaß. Ja, zu Recht, Mann. Ich mach doch nur Spaß. Ich würde doch niemals über euch lästern, wenn ich es ernst meine. Ihr habt das abgebrochen. Thomas, ihr seid wir ja den Stream ausgemacht haben. So langsam kippt das alter Eddie wie erklärt. Die regen sich wirklich gerade alle auf, ey. So, da ist ein Gräber, aber Achtung. Sehr stark bewacht. Ja, die Österreicher sind bekannt für ihren Humor. Sehr stark bewachte Friedhofstätte, oder wie soll ich denn sagen? Friedhofstätte, Entschuldigung. Nee, stark okay. Bewachtet Friedhof. Ich mache jetzt keine Scherze mehr über Österreich. Ich will es mir hier nicht mit dem Chat verderben. Die sind schon alle auf 180. Das ist aber schon vor 10 Minuten passiert. Da verstehen die keinen Spaß. So, und da ist der Drache ist oben. Gut. Gehen wir jetzt zum Drachen, und oder links? Was? Ja, Drachen, ja. Then let's go. Jetzt bin ich gestorben. Was machst du denn? Ja, weil ich nicht aufgepasst habe. Die haben die Österreich ist oder was? Wir wollen zum Drachen. Die haben mich wieder gescarlet-rottet. Ich komme zu euch, kein Problem. Genau, einfach darüber springen. Spiel mit den Rocket Beans oder spielen mit Mr. Bean? Mit Mr. Bean. Die beide stürzen da ab. Und reden über das, wie ich spüle, sag. Ja. So, warte, Jack, ich komme.
Jetzt sehe ich gar nichts mehr. So, warte, ich komme jetzt. Wo bist du denn lang gegangen? Ach, da hinten. Ja. Oh, hier, die schießen halt alle auf 300 Meter Entfernung. So, ich bin bei dir. Das ist ziemlich deutlich. Yes. Wer hier? Jetzt warten wir noch am Dennis. Ja. Wieso kann ich denn mein Pferd nicht rufen? Was denn mit... Oh. So, und da links wäre Händler und rechts ist der Drache. Es wäre halt sinnvoll, wenn wir den Drachen zuerst töten, damit wir ein paar Runen haben. Ja, Kehle, das ist kacke. Ja, Laborats. Ich mag's auch nicht. Was sagen denn die Österreicher über die Deutschen? Geben wir euch doch auch mal die Chance, okay, ein bisschen abzulästern. Wir denken es uns nur, wir sagen es nicht. Ja, aber was denkt ihr? Na, das sage ich nicht, ich will keinen beleidigen. Nee, aber so schlimm? Na, ich hab kein Problem. Aber du traust dich trotzdem, es nicht zu sagen. Naja, also ich würd zum Beispiel vermutlich sagen, kein Kompliment sein. Nein, gar nicht. Aber ich würde zum Beispiel sagen, dass ich das uncool fände, wenn man sich über andere Sprachlust lustig macht. Echt? Und das ist diese deutsche Hochnässigkeit, was halt ab und zu irgendwo dann, ja, wie soll ich sagen, schon ein bisschen unangebracht ist, finde ich halt so. Ne? Echt? Ja, vor allem, weil dieses Gefühl nicht ernst genommen. Ich persönlich kann damit umgehen, ne, weil das ist einfach mein, ich bin halt so. Aber ich denke schon, dass das ist ja das zwischen Österreich und Deutschland, ne, dass ihr uns oft vielleicht nicht ernst nehmt wegen solcher Dinge und dass jeder Mensch will ernst genommen werden. So, ne? Aber wo nehmen wir euch denn nicht ernst? Naja, wegen der Sprache zum Beispiel. Ne? Und du sagst, ja, okay, du, aber du wo noch? Naja, beim Fußballspielen oder so. Ja, okay, beim Fußball. Ey, ganz ehrlich, ich bin Eintracht-Fan. Die besten Trainer, die wir in den letzten Jahren hatten, waren Adi Hütter und Oliver Glasner, und beides Österreicher. Glasner, stimmt, ja. Ja. Also ich bin großer Österreich-Fan. Also da ist der Drache jetzt, den können wir jetzt killen und kurz bevor er stirbt, kann man einfach den goldenen Fädetierfuß essen, dann kriegen wir 100.000. Du sagst, wenn wir den Fuß essen, ne? Ja, also ganz knapp vor dem Tod praktisch. Aber den musst jetzt leider du killen, Eddie, weil wir haben keine Blutwaffe. Ja. Dann lege ich mir die Füße mal auf den Quick Ding oben. Ja, ja, ne? Hier okay. Sagst Bescheid, wenn wir die essen sollen. Dennis, siehst du die Leiste vom Drachen? Ja. Genau, und der ganz knapp bevor der stirbt, dann essen wir nicht. Also ich sage eh Bescheid, wann man einfach essen soll. Ah, das dauert aber noch eine. Kann ich noch auf Klo gehen? Das dauert ja ewig. Das dauert nicht. Es kickt dir Blut dann immer, Dennis, ne? Aber du kannst natürlich aufs WC gehen, jetzt geht's ja. Ja, ich bin gleich wieder da. Mhm. Ich glaube aber nicht, dass ich den Pflegel führen kann. Ja. Leider. Boah, das dauert aber hier. Na, immer Pause machen muss wegen. Stamina. Damit warum dauert das? Okay, es dauert bis jetzt, ja. Dauert so circa 5 Minuten. Aber guck mal, wir Österreicher. Hm? Wir Deutschen und ihr Österreicher, wir haben doch was gemeinsam. Hm? Wir beide mögen die Schweizer nicht. Das stimmt ja nicht, ich habe überhaupt kein Problem mit einem Schweizer. Ich mag die Schweizer. Also, wen mag ich nicht? Lass mich mal überlegen. Ich mag die Bayern München mag ich nicht. Das kann ich. Die zugeben. Bayern magst du nicht? Bayern München. Ja, das Bayern München mag ich nicht. Das gebe ich zu. Okay, den Fußballverein. Meinst du den Fußballverein nicht oder generell die Bayern? Ich mein den Fußballverein, weil der ist für mich abgehoben. Ja? Mhm. Das ist nichts gegen die Bayern, sondern ich mag die Vereinsphilosophie von Bayern München einfach nicht. Dieses Arrogante, das kann ich schon sagen. Ja? Mhm. Aber das liegt halt eher dann auch an Rummenigge und so an wie heißt der andere, der Hoeneß, die was halt das so ein bisschen, das auch von oben herab, was der das. Ich fühle das 100%, ja. Was du sagst. Warum? Also ich war immer so,
ich schaue die deutsche Bundesliga schon gern. Ich weiß, das ist da wahrscheinlich für viele. Bei mir war es immer so, ein bisschen Dortmund hat man irgendwie die Dressen. Also schwarz-gelbe Dressen. Aber das Frankfurter fällt dir das wahrscheinlich auch nicht, oder? Nee. Bist du Hardcore-Frankfurt-Fan, oder? Ja, also, ja, ich bin ja da auch geboren, also, ich hatte ja keine Wahl. Ja, okay, bist geboren. 2018, der Sieg gegen Bayern war krass, gell, im Finale. Mhm. Das war geil, da war ich im Stadion in Berlin. Wirklich? Ja. Ja. Man hat der Ding noch gespielt, gell? Der wird der Kasten, was zu Real Madrid gewechselt ist. Jovic? Der Stürmer. Jovic, ja. Wir haben es gleich, Dennis. Leute, ich mach wirklich nur Spaß. Wer mich kennt, der weiß, dass ich natürlich alle Länder gleichermaßen verabschiede. Inklusive Deutschland. Nein. Ich finde das vollkommen in Ordnung übrigens, wenn man sich über Deutschland lustig macht. Ja, das muss man auch sonst. Ja, ich fände es eher komisch, wenn man es nicht macht. Also ich finde, Dennis, der Outfit schaut richtig geil aus, was du gerade hast. Der Hammer. Dieser Helm, das Malichev-Set, das schaut optisch cool aus. Hosen wären noch ziemlich nice. Ja, das gehört zum Konzept ohne Hose. Hat der immer noch keine Hosen an? Ach, ne, ihr beide keine Hosen an. Das ist halt die Königsdisziplin in allen Souls Games, der sogenannte No Pants Run. Richtig. Solange du den nicht einmal absolviert hast, Ede, bist du halt nicht im Club, ne? Alter, wie lange dauert das? Müssen wir jetzt schon zünden? Nicht, dass der mit dem nächsten Bluter schon killed ist. Ich glaube, dass nur ein Kick kommt vor. Und wir können es trotzdem schon nehmen, weil es 3 Minuten hält. Ich nehme jetzt den Fuß, ja. Hat einer von euch schon mal echt Hühnerfüße gegessen? Nee. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Ist das eine Spezialität? Irgendwo in Asien an jeder Ecke, Alter. Echt? Die hängen da überall, die Dinger. Die Füße selbst, ja? Ja, die Hühnerfüße. Widerlich. Oh, jetzt ist er fast weg. Stell dir mal vor, dass du da reinbeißt, wie die zäh das sein muss. Sind denn da noch die Nägel dran oder was? Lutscht man die oder was? Das ist widerlich, wie geht man? Ich helfe Eddie mal, das dauert mir zu lang. Ja. Yeah, pass auf, ich mach Glasschaden. Ich stehe ein Stück zurück. Klar! Jetzt kommt richtig zusammen, endlich. Aber das ist schon ein Exploit, was wir hier machen, oder? Mehr oder weniger? Ich erinnere mich daran, das ist doch nicht so ganz normal, oder? Dass man das doch irgendwie. Du musst also sogar für die Platin-Trophäe killen. Als ich das erste Mal Elden Ring gespielt habe, habe ich mich immer nicht getraut, den anzugreifen, weil ich dachte, vielleicht ist der noch irgendwie ein wichtiger Questgeber oder NPC. So, das war's. Ja, aber kann man den auch anders töten oder nur hier durch diesen, ist das doch kein Exploit? Es gibt eine Quest mit ihm, ja. Aber schlussendlich kriegst du dasselbe Item. Das ist diese Drachenherze, die du für die Platin brauchst. Und wenn du einen killst, kriegst du halt wirklich 100.000 Runen. Ne? Ich habe nur 76.000. Aus einem Grund, weil normalerweise dort Drachen rundherum stehen von dem, die was mit ihm mitsterben. Ja? Ah. Die sind im Randomizer aber nicht da. 80k ist besser wie gar nichts. Ja, Alter. Wo ist das Bonfire? Hier. Da oben, bei der Burg. So, jetzt gucke ich doch mal, wie ich am besten. Wie hole ich das Maximum da raus? Yes, jetzt kann ich die Hellbert führen. Ciao, Doma. Schlaf gut, mein Lieber. Servus.
diese Klebe ist so stark. Okay. Mein Glarbild ist komplett. Nice. Machen wir die Weapon Art, die ist so nice. L2. Geht das? L2. Ist einfach der Radagon-Smasher vom Endboss, der ist so geil. Das ist echt geil. Ich weiß gar nicht, ob ich die hab. Braucht man die für Platin, die kriegst du vom letzten Boss, vom Elden Beast, wenn du das killst, ne? Kannst im NG Plus. Im NG Plus. Im NG Plus, ja. Drum, nur im NG Plus? Na, eigentlich, wenn du halt das Elden Beast getötet hast. Genau, also kriegst du die am Anfang vom NG Plus quasi. Nein, du kannst es holen, du kannst es holen, sobald du den Endboss getötet hast. Und dann kannst du nur weiterspielen, wenn du magst. Stimmt. Ja. Du kommst ja nicht direkt ins NG Plus. Ich muss mal überlegen, ob ich die hab, ey. Was ist die Alternative? Cool. Kannst doch zwischen zwei Sachen wählen. Das Reliktschwert, mit dem die Leute farmen, wo sie den Boden mit dieser... Ach, deshalb habe ich die nicht. Das Reliktschwert habe ich nämlich stattdessen. Genau. Was aber auch geil ist. Also was wir jetzt versuchen könnten, ist einfach mal zum Magit reingehen und schauen, ob da ein schwerer Boss drin ist, oder? Ja, genau. Wie heißt das? Legacy Dungeon oder was nennt man das, ne? Legacy Dungeon, ja. Genau. Dann hat man mal ein bisschen Gefühl von Progress und nicht so chaotisch. Aber das muss man wohl randomizer. Erstmal ein bisschen was looten und dann kann man... Der Anfang ist immer chaotisch beim Randomizer, weil du brauchst halt irgendwie zufällig Glück, ne? Dann kommt zu Warmaster. Okay, also geht's jetzt los. Ja. Was wohl? So Kriegsmeisterhütte wahrscheinlich auf Deutsch. Kriegsmeisterhütte. Jo. Der Dolch, den du hast, Eddie, den kriegt man sonst in so einem Canyon, oder? Von so einem Invader. Kann das sein? Ich glaube... Ja, genau. Okay. Bei, ganz am Anfang zwei davon? Relativ. Gebiet. Nee, nur einen. Ja, aber Eddie hat doch zwei davon in der Hand, oder nicht? Ja, weil ich habe meinen getroppt, ne? Wie, du hast auch einen? Du müsstest den auch haben. Du musst der auch einen ist bei haben, die Gräber. So. Die Gräber war der. Aber der, ich finde deine Waffe 100-mal besser, was du hast. Ne? Du hast eine der stärksten Waffen im Game. So. Los geht's. Genau, jetzt müssen wir einfach zum Magit reiten. Okay. Wenn wir da Malenia haben, dann haben wir ein Problem. du kannst sie doch no damage machen. Ja, ich schon. Also, reicht doch. Dann gucken wir zu. Ja, safe mit dreifachem Leben in der Arena von Margit. Wie oft bist du gestorben bei der Malenia, bis du die No-Hit hattest? Boah, Monate. Monate. Okay. Die wirklich sicher 2 Monate jeden Tag immer wieder geübt, ne? Level 1 mit Parries. Also wirklich 1000 Tode. Oh. Die können wir killen, oder? Nein, die verschwindet später und verkauft er die Aschen. Aber wollen wir noch schnell den Boss hier links machen? Vorher gucken wir gerne machen. Folgt mir. Bei mir ist das Spiel abgestürzt. Echt jetzt? Ja. Warte, dann warten wir. Aus irgendeinem Grund. So, dann nehmen wir wieder Malenias Abbild. So Leute, Jack Fromsoft streamt seit gestern übrigens auch auf Twitch, Jack_FromSoft. Könnt ihr mal abchecken. Und auch natürlich gilt das für meine Leute, ne? Ihr könnt es gerne in Denzel und in Eddie seine Kanäle auch abchecken. Es wäre lieb, wenn das vielleicht meine Moderatoren reinposten. Ich weiß nicht, Dennis, hast du Twitch oder YouTube? Ich habe beides. Ah, okay, beides. Okay, seid ihr da? Einfach let's go. Zum ja, achso, zum Boss wischt schon. Ja, gell? Lass den doch schnell noch machen, der ist doch hier direkt. Jetzt kommen wir hier nie wieder hin. Oh, da ist ein Drache. Alter, wer ballert mir denn da in den Rücken? Ihr Blast of P platiniert Roxy ist ein absolut ästhetisches Game. Absolut geiles Souls-like.
Wie viele Stunden hast du denn? Was steht denn bei Steam? Kann man doch gucken, oder? Last of P, oder was? Nee, Elden Ring. Wie viele Stunden hast du in Elden Ring? Ich geh jetzt zu die 5000 Stunden in Elden Ring. Oh, das ist viel. Ja, das ist wirklich viel. Das ist schon eigentlich ein Grund, mal auch eine Therapie zu machen, Jack. Das ist meine Therapie eigentlich. Achso, ja, klar, das macht natürlich Sinn. Spiel Elden Ring. Du warst beim Therapeuten, der hat gesagt, ja, spielen Sie Elden Ring. Spiel Elden Ring. Was heißt das? Ich muss wieder voten? Was soll ich voten? Wie geht das? Einfach yes. Auf ja. Mann. Untersuchen oder was? Ja. Okay. Ja, ihr steht halt voll im Weg mit euren fetten Ärschen. Ja, ja. So. Mal gucken, was es ist. Immer eine Überraschung. Oh, easy. Ah, der. Oh, haut aber rein, Alter. Ja, ja. Backstep. Hey, Dennis, mach mal den Weapon Art auf den. Okay, Weapon Art activated. Wow, herrlich. Ah, so geil. Was ist er denn? Wer? Ach, der ist es. Schaut aus wie hier. Und. Boah, Alter, das ist so. Die Webmart ist so fucking nice. Kann man die nicht backstabben? Oh, Alter, Scheiße. Lass ihn nicht heil! Ist sehr das gut. Also, Dennis, die Webmart ist so grandios. Last of P war fantastisch, ja. Oh, was eine Drecksbelohnung, das ist ja frech. Ein was Rock. Bedeutet das, Eddie, wenn du stehst bei mir im Twitch-Chat, Shoutout wurde von Ede live gegeben, was bedeutet das? Bei dir im Chat steht das? Bei mir steht das im Chat jetzt. Ehrlich gesagt, keine Shoutout Ahnung. Shoutout wurde von Ede live gegeben, ich kenne mich ja da nicht aus, ne? Das Vielleicht heißt, dass, glaube ich, einer deiner Mods den Shoutout-Befehl benutzt hat und alle in Edes Chat haben jetzt einen Link zu deinem Kanal. Ach so, okay. Ach so, dass, wenn die jetzt da draufklicken, dann kommen sie zum ja, Eddie, genau. Oder? Ja, genau. Okay, vielleicht könntest du es mit Dennis auch noch machen, das wäre natürlich cool. Nee, komm, lass mal, reicht doch. Sorry. Okay, passt, dann gehen wir zum Margit, oder? Ja, ich gehe noch einmal hier Bonfire kurz. Mhm. Wo ist das Ding? Ist bei Margit okay, Patches, jetzt versteht es. Oben bei Margit ist ein Bonfire direkt vor ihm, ja. Aber hier ist ein Drache, okay. Wo ist Eddie denn lang? Ach, ich bleibe hier bei. Ja. Hier. Mhm. Der Drache ist wieder auch random. Ich bin gespannt, was es wird. Warte mal, am besten ist, wir wappen uns alle gemeinsam vor dem Tor. Und dann brauchen wir nur hochreiten eigentlich. Sturmhügelhütte oder was, ne? Genau, oder Hütte am Sturmhügel, yes, genau. Ist am besten. Da bin ich doch gerade. Stormhill Shock. Aber wir nicht, Eddie. Vote mal. Hat's geklappt? Nee. Irgendwie. Einer von echt zwei. Ah, jetzt doch, jetzt. Okay. So. Okay. Na, das geht bei mir nicht zusammen, Pastor Rams, weil ich muss, um dieses Affiliate zu haben, ich habe ihn auf YouTube gestreamt, muss ich 7 Tage, glaube ich, streamen auf Twitch. Shoutout wurde an Denzel Zockt gegeben. Okay, nice, danke. Wer immer das war von meinen Mods. Blackie, das warst du. Oh, stark, danke, Blackie. Morgen streame ich, Lando, morgen streame ich Bloodborne Arcane Run. Early Ludwig, nur mit Fackel. Das ist so geil. Ich bewundere diese Leidenschaft. Das ist ein Lieblingsboss. Ja, das ist einfach so. Sie ist echt ein Lieblingsboss eigentlich. So von der ganzen Souls-History. Oh. Alter, das ist eine schwierige Frage.
Das ist wie zu fragen, welches ist sein Lieblingskind? Ne, das könnte ich recht. Ne, Quatsch. Direkt. Da finde ich die Frage über den Souls-Bossen schwierig. So, ich skippe. Bin gespannt. Ja. Es gibt, und es ist Mimic. Lol. Wen mimickt er denn jetzt? Mich? Das ist ein Boss? Dennis, er hat den, den Dennis gemimickt. Was ist denn das für ein Boss hier? Das bist du. Jetzt weiß ist man nicht, wer hier wer ist. Stark. Das war doch bei unserem letzten Mal random auch ja, der Mimic, oder? So, ja, komisch. Komm, fall runter. Okay, der hat aber auch jetzt nur eine Phase und so. Ne? Ja, ja, das ist ein ganze Scheiß-Boss. Okay. Geh, komm, hart zu, Wichser. Die Web- ich fährt die Weapon hat extrem. Das hat schon irgendwie was von Bullying hier, so wenn so zwischen drei Seiten. Ja, das ist. Der Boss ist lame. Dennis, kannst du die Webmart noch mal machen? Auf den nee. Gegner? Nee, ich hab keinen. Ach, warte doch, ich hab einen blauen. Okay. Okay. Ah, schon, das war schon parried. Oh, da hat er uns aber. Webmart denied. Wenn er dir einfach nichts macht. Ohohohoho. Das war's mit dem, oder? Sehr gut. Alter, du wirst schon gehen, Mann. Diese Schüsse da sind schon krass. Ja, ja, easy. Und jetzt können wir auch Talisman Talisman Beutel, man kann. Oh, Talisman. Ich habe jetzt mal zwei schon. Ja. Raises Fog. Ja. Einen hast du von Haus aus, Eddie. Okay. Aber ich habe noch keinen geilen Talisman. Stimmt, Sinclair. Die Idee ist geil vom Boss, aber irgendwie schlecht umgesetzt, ja. So, komm, dann gehen wir gleich zu Margot, oder? Margot. Wer ist Margot? Margot ist meine Tante. Godric. Godric meine ich. Ich denke sehr oft an meine Tante, deshalb. Hast du wirklich Margot? Nein. Die heißt Godric. Tante Godric haben wir immer so genannt. Schon lange bevor das Spiel kam. Die Godric. Wo ist denn der? Der ist weg. Da steht er. Also ist er. Müssen wir erst mit ihm quatschen oder wie war das? Ja, der muss open the door muss machen. Ne? Tante Godric. Tante Godric ist 10 von 10. Gute Tante Godric. Machst du uns noch einen Kaffee, Tante Godric? Es gibt einfach keinen männlicheren Namen, so wie Godric. Oh, Riesenjagd, Mann. Das ist ein Webmaster. Das ist ein fucking Ding. Geil. Seid ihr durchs Tor gegangen? Noch nicht. Achso, jetzt können wir gar nicht mehr hoch. Ich sehe euch nicht mehr. Wir sind hier unten. Am Bonfire. Die Treppe. Bonfire, die Treppe. Ja. Ah. Raus, da, die Treppe. Ah. Jetzt guck mal nach rechts runter. Siehst du uns? Willst du mich verarschen? Wie? Ja. Du musst da. Guck mal weiter nach rechts. Siehst du uns nicht? Der sieht uns da! Nicht. Ja, sorry, ich habe. Ja, fuck, ich hab's nicht gecheckt. Komm runter. Ja, warte, es hakt manchmal, wenn er eine Area lädt bei mir, total extrem. Ja, da ist gerade die beste Asche gelegen für die Waffe, was ich hab, die Riesenjagd. Na, wo du die Gegner so nach oben spießt, das ist so krasse Weapon-Art. Am geilsten mit der Waffe ist, wenn du auch die Weapon-Art nimmst von dem Black Knight, der da im Nebelgebiet
komm, wie heißt sie nochmal? So, dann die drei Schatten. Ja, Phantomschild. Mhm. Mit der Waffe ist am allergeilsten. Damit kannst du jeden Boss easy legen. Mhm. Weil dann kommen drei Treffer hintereinander, das staggert 98% aller Gegner. Mhm. Dann kannst du einfach nur noch die spammen, dann ist vorbei. Und es sieht geil aus. Und die ist sehr stark, ja. Wieso hatten die jetzt das depperte Tor nicht aufgemacht? Haben mir nicht gesagt, der sollte das Tor aufmachen. Hat den wer killt? Okay. Du willst ihn doch immer killen. Ja, wer normalerweise das Faustschild droppt, ne? Achso. Das haben wir jetzt schon. Aber wollen wir nicht killen und gucken, was er droppt? Wir killen ihn, dann droppt er eine Perle und die können wir dann abgeben und dann hat er Items. Bitte, gern. Was sagt er? So. Dieser Scheißschwein. Wir sind voll die Mobber einfach, weißt du, jeder wird einfach richtig unfair weg. Das ist wirklich so richtig ehrlos. Sehr gut. Jetzt können wir schauen in der Tafel feste, was der verkauft, ne? Dann aber zuerst hochgehen, ja. Black Flame Monk Armon. Das Coole ist, dass im Randomizer dort diese ganzen die Ballisten nicht besetzt sind. Diese Ballisten nicht besetzt sind, ja, du kannst gemütlich durchmarschieren. André, ich würde sagen, Stellar Blade ist so Nier Automata trifft Souls eher, oder? Ja. Aber ist ganz geil. Also, ich habe nur die Demo gespielt, aber die hat schon Bock gemacht. Oh. Der Gegner ist so fucking episch, Mann. Ey, das ist ja noch was einer. War das denn? Kommt der denn her? Der kleine Wichser da. Ach, das sind die kleinen Pupsis. Die habe ich immer gefarmt. Ja. Eddie, ich habe einen Dunkelschmiedestein 2 gedroppt bekommen. Brauchst du den? Nee. Den braucht Dennis. Ja? Brauchst du den, Dennis? Weiß ich zum nicht. Zum Upgraden seiner Waffe auf jeden Fall. Du bist Experte hier. Ich weiß nicht, wie hoch der Waffe schon ist. Na. Ich habe die zweimal abgegradet. Nein, er braucht einen. Dann brauchst du einen Dreier. Ich brauche auch einen Dreier. Aber Schmiedestein weiß ich nicht. Ja. So, der Typ da ist normalerweise der Löwe. Und da ist er irgendein Safe Drop. Da hat er Spaß. So, hier gibt's auch nochmal ein Item. Ja, danke für gar nichts. Devil May Cry, okay, Gerd. Okay, Gerd. Goldrune 4. Habt ihr nicht gewusst, dass du ganz hinten beim Tor, dass du nur runter gehst und da hinten zwei, drei Items versteckt sind? Sollen wir die holen? Das habe ich ganz spät erst entdeckt, die kann man sich holen, ja. Nee, ob wir die jetzt holen? Ich glaub, müssen wir nicht, wir können da später hergehen. Lass mal holen, ich würde gerne wissen, ob ich die auch gefunden habe. Hm? Ja. Also ich habe die erst, glaube ich, noch 2.000, 3.000 Stunden gefunden. Hinterm Porter geht so ein kleiner Berg runter und dann liegen da zwei Items rum. Ich hab alles. Die Crackblades hast du nicht gefunden, hast du letztes Mal gesagt, Eddie. Ich bin mir nicht sicher. Wo gab's das nochmal? Ach doch, da oben, ja, bei dem. Kaelid. Ja, das war nicht gut genug versteckt. So offensichtliche Items habe ich nicht eingesammelt. Rüberportiert, hey, oder? Wunderschön. Genau. Oder und, wird sie hier wenn man das nicht macht, dann kann man da runtergehen. Und da hier unten liegen Items. Ja. Das so, habe ich nie gewusst, ja. Okay. Seid ihr da runtergegangen? Das weiß ich nicht mehr. Ich glaube, hier bin ich unten gewesen, ja.
All-Knowing Armor? Geil. Achso, die liegt ja normalerweise. Was liegt denn da normalerweise? Ich weiß nicht, irgend so random Bullshit. Aber die Rüstung ist vom Gideon offen hier. Aber ich habe eigentlich an jeder Klippe überall immer runtergekommen. Die Chance ist schon sehr hoch, dass ich das mitgenommen habe. Mir Sacke für Sprungpassage. Hopp! Und da bringt es noch gar nichts, dass wir durchgehen, weil wir haben Godric's Rune nicht. Ach so, okay. Die brauchen wir, sonst können wir den Turm gar nicht öffnen. Falan, morgen, mein Lieber. Ich komme mal wieder hoch hier. Du musst irgendwie raufjumpen, Eddie. Oder wir stimmen ab, dass wir da hinreisen zur Turmbrücke von Limgrave. Auch noch ein Item. Echt? Goldrute 1. Ich bin nicht gewusst. Wo seid ihr denn jetzt? Scheiße. Seid ihr wieder zurückgegangen? Ja. Wir stehen auf der Brücke hier. Ah ja. Ach, hier seid ihr runter. Da was ist eine goldene Rune 1. Naja, da 200 Runden. Wie abdreht der Eddie, ne? Weg, ich bin die Hände nicht für schmutzig, ganz ehrlich. Für 200 Seelen, sorry. Ich glaube, es hackt. Was sind noch so österreichische Sprichwörter? Was sagt man? Boah. Sowas, weiß ich nicht, vermaledeit oder sowas. Na, vermaledeit gar nicht, ja. Ja. Aber wenn du richtig sauer bist oder so. Scheiß. Drecksscheiße, was sagt man da? Also eigentlich sind wir da nicht recht unterschiedlich. Also Sachen wie Scheiße oder du Wichser, du Hurensohn. Das klingt irgendwie besser, wenn du das sagst. Das hat irgendwie eine andere... Das klingt ein bisschen derber einfach wahrscheinlich. Ja. Es klingt so ein bisschen dreckiger, ich weiß nicht, das ist dieser Dialekt so. Sackelpicker so, hatten wir schon. Sackelpicker, ja, du, ja. Wichskind, solche Sachen, du... Wichskind, ja komm, das ist aber ja... Du Wichskind, ja Wichskind, nein, das ist bei uns so, du Wichskind, du dreckiges Wichskind. Was sagst du so einfach, du Hurensohn oder wie sagst du? Ja, Vater, Papa. Alter, schau, wer da steht, Bruder. Das ist der weiße Rune, der stärkste aus dem Game, aus dem Alter, Schneegebiet. Alter, verpiss mich. Betzenschädel zum Beispiel, ja genau. Oh shit, ja, da laufen wir lieber vorbei, ha? Wollt ihr gegen den kämpfen? Jo. Nee. Na. Der kriegt keinen Schaden. Das ist der stärkste Schneegebiet. Ja, aber Blatt, Bubu, Blatt bedeutet nicht dick. Blatt. Oh, ist da wirklich Stimme mehr. Oh fuck. Oh, Feuer aus dem Blatt Vogel. Bedeutet nicht blöd, Blatt bedeutet dick. Alter, was geht? Oh nein, ein Missbegotten. Ah! Wo kam der denn jetzt her? Das ist herrlich. Herrlich. Geschlecht, du fette Sau, du einer. Alter, Hunde! Was hat mich gerade getroffen? Picke alles. Olechi. Irgendwas hat mich getroffen. Wir haben das Licht auftrat jetzt. Schlägt und kickt der gleichzeitig? Hell worden. Ich steh jetzt. So. Lebt ihr beide? Ich komm gerade wieder beim weißen Bär vorbei. Ah, okay. Ich auch. Ihr habt das eine oder andere Problem. Sehr viele Probleme, ehrlich gesagt. Und ich bin gleich tot, ja. Was ist denn da so schwer? Nix. Was heißt denn Wappler? Wappler heißt der Hey. Wichser auf gut Deutsch. Ich bin tot. Wappler heißt Trottel. Trottel kann man eher sagen, Wappler. Ja. Was willst du denn Wappler? Wappler? Finde ich ganz schön. Du das Wappler, ganz, du Trottel. Das macht Spaß, Wappler, irgendwie so zu sagen. Depper da, sagt man. Ach, leck mich doch. Sehr gut, Pause. Genau, leck mir am Arsch.
Kämpfen wir nicht gegen den? Okay. Ah! Och, du Scheiße, was geht denn hier? Wo müssen wir hin? Ich muss flüchten. Zu viel. Ah! Boah, Wing. Nach Wing-Tour sagen wir nicht, halt's Maul. Ja, da so ein Eichen. Schnell hier. Hilfe! Okay. Wo müssen wir hin? Alter, wer ist denn dieser Nackedei, ey? Bist du das? Nee, Silvertier. Nein, nein, das ist Silvertier von Nocturne. Alter, was geht? Wer ist das? Keine Ahnung, hier was? Mit einem scheiß Zweihänder, Alter. Ja, die ist richtig hart. Die ist richtig hart. Die hat mir richtig gegeben gerade. Hm. Ah! Was bist du denn? Was? Ich geb mir zum Leuchtfeuer, dass der Eddie wieder spawnen kann. Oh. Ich bin gespawnt. Ah, du bist hier? Sorry. Okay. Tatsu, moin. Ren Domsel ist gestorben. Ren Domsel. Ja, so alle Gegner auf einmal pullen, war nicht der klügste Move. Alter, guck mal, hier steht der Bär und checkt nichts. Problem mehr. Ist, die pullen sie eigentlich häufig von selbst da in der Area. Okay, er kann sich umdrehen. Er ist doch nicht out of mode, wie sagt man. Nix wie weg. Bist du wieder? Okay, es hat's wieder alle da, okay. Ja, ich bin jetzt, versuche meine Seelen zu holen. Da ist wieder die komische Tante mit dem Zweihänder. Gott. Ey, da muss ich denn doll los. Der Fucker geht mir aber auch tierisch auf den Sack. Ah, da ist wieder diese Zweihänder-Bitch. Alles gerade, Mann. Schön, Denzel. Und da ist der Blood Trigger. Ist der Penner endlich weg. Aber wenn immer einer von uns lebt, dann spawnen die Gegner nicht neu, oder wie sieht das? Schaut so aus. Ich glaube auch, okay. Ja. Da wird das irgendwann mal weniger, Alter? Alter, der ist ja da. Warum sagt denn keiner, dass das schon wieder der Typ ist? Dieser... Hab ich dir gesagt? Ah! Ich komme. Ich parier den und er kriegt fast kein Damage. Pickenzwackler ist das. Boah, der Hund, wo hört das hier der Boss? Verdammter Pickenzwackler. Willst du was über Deutschland wissen, Jack? Ich weiß gar nicht, kann ich alles. Nix. Ja. Ich will gar nichts über Deutschland wissen. Ich will, hast auch recht. Ich weiß alles, was ich wissen muss. Warst schon mal in Deutschland? Ich weiß nur, dass ich ja, ich war oft schon in München, im Stadion, wo Österreich gespielt hat. Mhm. Hey, schau mal die Hosen, was ich hab. Hast du die schon mal gesehen? Warte, ich kämpfe hier gerade gegen irgendwelche Monster. Willst du meine Hosen zeigen? Willst du mich verarschen oder was? Und die kommt, Bruder. Ich weiß nicht, wer oh Gott, ich kann nicht mehr. Habt ihr den Zweihänder-Typen jetzt endlich mal gekillt? Habt ihr die Hosen? Habt ihr die Hosen schon mal gesehen? Nein, du hast super Hosen an. Das sind die besten Hosen, die ich je gesehen habe. Alter, ich kann nicht mehr. Ich muss lachen. Geil.
gegen Monster und du willst mir irgendeine Hosen sagen, gell? Okay. Ich kenn die Hosen nicht, das ist das. Sag mal, wieso habe ich eigentlich so wenig Energie? Das ist, weil wir. Das, schau, Eddie, wenn du stirbst, dann kriegen wir diese komische Debuff. Und erst wenn wir alle drei wieder am Leuchtfeuer rasten, ist die Energie wieder auf Ding in ja, weiß, der Ursprungsform. Ach, ich habe ja alle Seelen verloren, weil ich zweimal gestorben bin. So eine Scheiße. Das waren 5000. Okay. Wollen wir da rein? Ich glaube, ja, da liegen meine dann. Hier bei dem, genau da. Ah! Achtung, stink! Der Wichser da. Die sind geil, Lucky, die Hosen sind krass. Ich hab die halt echt noch nie gesehen. Komm mal mit hoch, da oben ist, seht ihr das? Kann man von unten sehen. Da steckt eine Frau mit einem Wolf in der Wand. Die müssen wir verprügeln, da oben liegen meine Seelen. Oh, der hat aber sehr viel Health. Die Wolfsbitches da. Alter. Die wird gar nicht getriggert. Das gibt gute Seelen. Die sieht krass aus. Das schreit noch Webmart, Dennis. Ja, soll ich, oder was? Ja, ja. Ah, okay. Geil. Die haben so viel Leben, die Mädels da. Das war richtig brutal. Ich seh nichts, ich schlag einfach nur. Okay. Okay, nice. Das ist ein Item. Jo. MC Hammer am Start, ja. Silberner Federtier. Jemand was gegen Poison? Ich kann da das herlegen. Ede. Ach, aus des selbst den Wärme. Ich hab's selbst gemacht, ja. Das bringt mir nichts, weil ich halt immer noch Poison bin. Oh, das ist nice. Herstellung haben wir auch nicht. Ja, das ist cool, ja. Okay. Na Jungs, alles klar. Kommt weiter. Wir haben eine Steinpause. Es macht schon Spaß, einfach zu dritt ein bisschen so auf die Gegner draufhauen so. Und sie sich nicht wehren können, ist immer irgendwie was anderes. Auf jeden Fall. Sturmschleier ist sowieso grandioser Legacy Dungeon. Ich stream seit 11 Stunden übrigens, gell? Ja, und das, obwohl du auf deine Augen aufpassen sollst. Ja, ey, dir will ich mit dem Platin-Run aufgeben. Jetzt komm ich mir vor wie deine Krankenschwester oder wie deine Kindergartenschwester. Kind, du musst auf deine Augen. Ey, mir geht's mit den Augen Gott sei Dank besser. Ja, aber du willst ja auch nicht, dass es wiederkommt. Nein, aber ich muss jede Stunde tropfen. Jede Stunde. Ja, das und das wahrscheinlich bis zum Rest meines Lebens sogar. Das ist so krass. Ja, ich kenne das. Das ist nicht heilbar, ne? Das ist nicht heilbar. Ich habe einen grünen Star. Ich muss auch regelmäßig zum Lasern zum Beispiel. Oder? Das wird nie wieder ganz. Ich meine, man kann es immer wieder auffrischen so. Ja. Aber es bringt nichts, sich darüber zu sperren. Es ist. Na, gar nicht. Na. Das ist nichts Schlimmes. Am Anfang tut es da schon ein bisschen weh, dass du denkst, oh, krass, dass das nicht mehr gut werden kann, so, ne? Nee, Weed hilft da tatsächlich nicht. Aber ich habe meinen Augenarzt gefragt, ob er mir Weed verschreiben kann. Alter, was ist denn das für ein Wichskind da überhaupt? Ja, sag mal. Der draht komplett am Radl. Und hat er der so, gutes Weed? Er hat leider gesagt, kann er nicht machen. Aber das war noch. Was ist das denn für ein scheiß Augenarzt? Das war aber auch richtig schon schlecht. Vor. Bevor es legalisiert wurde, vielleicht muss ich ihn jetzt mal wieder fragen. Caballero, das nennt man Sika. Was ich hab, das ist eine Augentrockenheit, bedeutet, mein Körper produziert
nimmer genug Tränenflüssigkeit. Ne? Also das, was das Auge bedeckt, das ist ein Wasser und so ein Fett praktisch, so eine Fettschicht. Und ich produziere nicht mehr diese Fettschicht, bedeutet, ich habe immer trockene Augen und du musst es mit künstlichen Tränenersatztropfen praktisch irgendwie hinkriegen. Und das kann nie wieder ganz gut werden praktisch. Ne? Das hat mir der Augenarzt halt so erklärt. Das bleibt. Wo müssen wir lang? Da muss ich bei Titanic nicht mehr weinen, richtig? Keine Ahnung. Wie kriegt man da oben das Item, Jack? Hier rechts, da kommen wir erst von der anderen Seite, ne? Welches? Da kommen wir später dann hin, ja. Da müssen wir da hochgehen, da. Wirklich komplett am Umweg gehen. Aber wir können doch hier. Und dann können wir hier. Rock Deeper für Ishin, GG. Können doch ausgehen, ja. Hier waren wir doch gerade, oder? Und jetzt gehen wir hier mal rein. Dann. Kannst du noch weinen? Ja klar, du produzierst schon, Peter. Tränen produzierst du ja, nur ist halt zu wenig zum Befeuchten praktisch. Ja. Und das ist sogar krass, das ist eine Volkskrankheit. Das kriegen immer mehr, aber meistens kriegen das halt ältere Menschen. Ne? Bei Jüngeren ist es eher selten. Das haben wir schon aufgehoben, From Chris. Wir haben Dennis verloren. Ich bin direkt hinter euch. Ach da, okay. Ich kann euch gerade unter den Rock gucken. Wo liegt da was? Was liegt da? Und nur? Schmiedestein 2. Was für ein Ding? Nicht. Okay. Schmiedestein 2. Ah, da ist der Roger jetzt. Der verkauft was. Oh, hier ist eine goldene Rune 9. Die kriegt ein paar Seelen. Aber ihr seid schon runtergesprungen. Ihr Trottel. Roger. Oh, hier würde ich gerne mal was reinfeuern mit. Probier's mir aus, Arztbarkbar. Es ist lustig, nur ist ein bisschen chaotisch. Koop ist immer ein bisschen chaotisch, wenn die. Hat irgendjemand was zum Heilen? Ich bin quasi tot, aber ich nehme einfach hier. Ja, ich hab was, komm her. Lol, das hat mir gar nichts gemacht. Oh oh. Bist du da? Wo ist Eddie? Ja. Wo bist du? Bist du? Hier. Ja, wie soll ich es beschreiben? Auf dem Dach. Komm runter vom Dach. Wo war deine plus 9 Geschichte? Will ich auch haben. Plus 9 Seele war hier. Wenn wir. Achtung, da kommt Gegner, mach dir mal platt. Ey, du sollst sie doch platt machen. Der hat meine Lieblingswaffe. Ah ne, gar nicht. Ich dachte, der hätte die Drachenträne oder wie die heißt. Wie heißt nochmal das schwarze Drachenzahn, ne? Oder was? Bluthundreißzahn. Nee, ich meine die schwarze Waffe aus Dark Souls, diese, die Dragon auch Tooth. Havel hat. Dragon Tooth, ne? Dragon okay. Tooth, ja. Den gibt's ja aber gar nicht in Elden Ring. Nee. Doch. So was ähnliches. Dann kannst du nur das Verschlingerzepter meinen und das müsstest du sogar im Inventar haben schon. Nice das haben wir vorhin gelootet. Du hast recht gehabt. Hau nochmal auf den Dennis. Hau nochmal auf den. Achso, ich dachte, du bist das. Was, wo? Oh, ja, was? Er ist tot. Das ist ein Skelett. Das ist wieder aufgestanden. Du musst nochmal drauf kommen, wenn er am Boden liegt. Alles gut. Sag mal,
Jack, wo bist du eigentlich? Ich hätte eigentlich gewartet, dass er da Heilung droppen kann, aber dann haben wir sie verloren. Jetzt bin ich beim Leuchtfeuer. So, direkt ganz oben. Ja, wir kommen von der anderen Seite. Mhm. Da ist eh schon alles geklärt. Wilde Schläge, das ist sehr feine Weaponart. Dennis hört sich an wie einer vom Blumentopf. Schreibt bei mir einer. Band, ne? Ach, Bonfire. Hey, okay. Gute Nacht, Annette. Was heißt nochmal dieses, wenn man dieses Zeichen oben unter dem Stamina-Balken? Rotes Viereck mit Pfeil nach oben. Vielleicht mehr Blutung? Rot, so blutig. Jack weiß es nicht. Ist schon aus wie so ein Trockenleber, oder? Was? Trockenleber. Das Item Trockenleber, so schaut genauso aus. Aber wenn wir das gleiche Zeichen da meinen. Ich weiß immer noch nicht, wo du bist, ehrlich gesagt. Ich bin da oben, wo wir das Leuchtfeuer aktiviert haben, da am Vorhof. Alter, das ist ein Gegner. Wo kam der denn her? Hier. Wie ging das nochmal? Kann man hier rüber? Ja, ne? Hau ab, das geht. Smithing Stone 2. Aber man hätte auch hier lang gehen können. Eddie, schau mal kurz in der Inventar, bitte. Ja. Und schau, ob du dort auch ein geräuchertes weißes Fleisch hast. Ja. Das schaut doch so aus wie das Zeichen, oder? Nein. Okay, dann habe ich da ein anderes Zeichen links oben. Ich hab das Item links oben mit so einem Pfeil nach oben. Eddie, wie kommen wir wieder zurück? Ja, wir gehen wieder einfach hier, hüpfen hier erstmal wieder zurück. Und dann gehen wir hier erstmal rum. Ich weiß ja nicht, wo Jack sich rumtreibt. Ich verstehe es ja nicht. Ich glaube, der ist hinter uns. Aber wir machen ja den Weg frei, muss einfach nur vorwärts. Jetzt hat sie schon Richtung Boss unterwegs. So, na, auf den musst du nochmal draufhauen hier. Guck. Der steht so. Wieso machst du das nicht? Ja, ich wollte es dir ja zeigen. Kannst du natürlich auch machen. Aber mit meinen Dolchen kommt ich bin nicht so viel auf den Platz, wo so viel Boss war draußen, ne, wo so viele Gegner waren. Der Platz da. Ah ja, okay, dann bist du ganz woanders. Genau. Achtung, Hand. So, jetzt sind wir, glaube ich, einmal rum. Ich wollte nur einmal gucken. Kennst du echt noch den Weg zum Boss hier in dem Schloss? Ja. Aber ich habe ich habe es aber auch neulich nochmal hier mit Jack gespielt. Okay. Und ich mag den Dungeon halt tatsächlich sehr gerne. Boah, hier ist eine Riesenhand. Nee, mit der wollen wir uns nicht anlegen. Die macht uns platt. Aber ja, wir wollen an der vorbei. Meinst du wirklich, die macht uns platt? Oh. Ja. Also die ist richtiger Fucker. Weil das eine große ist. Aber wir können es probieren. Ich meine, du weißt. Gegner ohne. Nee, ich mag die Hände auch überhaupt nicht. Ich bin eigentlich auch kein Freund davon, Gegner leben zu lassen. Du hast schon recht. Ja, die kann gar nichts. Nix kann die. Die hat voll umsonst Schiss gehabt. Zack. Die sind so eklig. Das ist so geiles Gegnerdesign. Warum lebst du noch am Perino? In welcher Welt ist das vielleicht möglich, du Wichser? Warum ist die Silberträne wieder da? Habt ihr hier irgendwo hingesetzt? Ja. Wie, die ist wieder da? Die sind alle wieder da, die Gegner. Die sind alle wieder da bei mir. Aber die kann doch nicht respawnen, das ist ja frech. Ja, alle sind wieder da. Wir sind halt ganz oben auf dem Turm, ne? Mhm, okay. Bei dem Bonfire ganz oben sind wir. So, hier muss man jetzt lang, Dennis. Huch, wo bist du? Ja, wo bist du? Hä? Jetzt hast du die wieder gespawnt, du Sau. Guck mal, die Hand ist wieder da. Ah!
Wie geil, er hat einfach ein Reset gemacht. Wer? Ja. Du! So stimmt, ja. Wer? Wir sehen. Ah ja, stimmt. Nein! Ich Idiotenkind! Ist runtergefallen? Das war der Runterfallschrei, oder? Hab ich recht? Ja, das war der Runterfallschrei. Sehr viel tiefer kann man gar nicht mehr runterfallen. Ich bin auch locker 10 Sekunden gefallen, ey. Oh Mann, ey. Das sah ganz geil aus, ehrlich gesagt, wie ich da runtergefallen bin. Ja, oh, ich war hier Gegner bei dem Hans Horn. Ja, jetzt sind natürlich alle wieder da. Nee, hau ab. Sorry. Kommt jetzt auch wieder, oder was? Alle wieder da. Was geht? Ja, dumm, wenn sich einer hinsetzt, dass alle wieder respawnen, ist auch dumm. Ist das nicht normal? Ja, wenn einer sich hinsetzt beim Koop spielen, eigentlich müssen sie beide hinsetzen, oder? Ja, ja, beim Koop, aber eigentlich ist es doch normal, oder? Ja, ja, normalerweise schon, aber jetzt in dem Fall ist ja für euch das ja richtig beschissen, wenn ihr mich hinsetzt, dass ihr die Gegner wieder habt, obwohl ihr mitten im Gameplay seid, ne? Ich suche euch heute die ganze Zeit und ich finde euch einfach nicht. Das ist auch schwer zu finden gerade. Ah, hier ist der dumme Feuervogel noch an der Reise. Oh, was ist das denn hier für einer? Boah! Alter! Das ist aber schon eine Herausforderung jetzt hier. So, ich habe hier oben wieder alles geklärt und warte auf euch. Ich bin schon wieder auf dem Dach hier. Könnt ihr Hilfe gebrauchen? Ja, das Problem ist, ich weiß überhaupt nicht, wo ihr unterwegs seid, muss ich sagen. Ah, ich sehe Eddie! Ja, mein Plan. Das bin ich. Mein Plan! Hab ihn. Hehe. Bin hier oben auf der Zinne. Ah! Geil. Komm runter. Also nicht da. Wieso soll ich runter? Musst du nicht hoch? Ich glaube, wir müssen hier lang. Hä? Ich weiß auch nicht mehr. Wie geil es ist, dass wir gerade hier alle drei an verschiedenen Stellen in diesem Dungeon sind. Der Dungeon ist riesengroß. Der ist so geil designt. Ich liebe den. Kann ich hier runter? Jawoll! Ah. Oh shit. Ich glaube normalerweise. Alter, wenn ich der Person, dann mache ich einfach mit der Dreckswaffe keinen Schaden, Alter. Ich bin jetzt bei dem Dach, wo du eben warst. Wo bist du hin? Warte, ich zeige mich. Hier. Guck mal. Ja. Siehst du mich? Ah, da. Gehst erst hier über das Dach auf die andere Seite, dann kannst du da hoch an der Seite hochhüpfen. Guck die Hände Wochenende, Bruder. Aber heil dich mal, oder kannst du nicht mehr? Kann ich nicht mehr. Ist schlecht. Ja, die Waffe ist ordentlich, was ich hab, Beppo. Nur ich hab's nicht abgegradet. Achtung, links, scheiße da. Oh shit! Achtung, von hinten. Ah! Hat er dich? Ja. Yeah. Oh shit. Sorry. Oh, die Drecksfliege. Ah, jetzt muss ich ja wieder hoch, oder was? Finde ich nie den Weg. 63 gibt die nur. Das ist ja so eine Unverschämtheit eigentlich. Dass die an Seelen geben.
Oh, ich habe echt keine Ahnung. Ja, stimmt, Cavallaro. So. Okay. Quick Jump Denzel ist wieder da. Eddie, warte kurz, ich bin da, wo ich gestorben bin. Naja, ich bin einfach schon mal nach oben. Nach oben? Oh, Ash of War leider. Stamp, ausgerechnet die Ash of War, die ich schon hab. Und jetzt? Darüber. Komplett alles vergessen, ey. Wie geil das einfach auch aussieht, oder? Queen Mary. Ich glaub hier. Ich sehe euch da jumpen oben. Wo bist du denn? Schau mir runter da. Siehst du mich? Ich wink da. Dreh dich um. Edmund, ich sehe dich ganz oben. Spring mal. Wie? Ach, da, ja. Hier. Geil, so wie der Jura in Bloodborne. Und der, was so runterballert, schaut's aus. Ich glaube, ich muss jetzt hier. Oh. Ja, wir kommen jetzt zu dir am besten. Das ist ja genial, das ist ja richtig genial. Ne? Das, der Dungeon ist so riesengroß, Mann. Du kannst halt echt das erste Mal in der FromSoftware-Geschichte kannst du eine Burg wirklich komplett erkunden. Ne? Weil Anno Londo zum Beispiel, du kannst ja vielleicht 20%, wenn überhaupt, erkunden. Ja? Und da mit Sturmschleier hast du halt wirklich Zugang fast in jeden Raum. Das ist so krass. Es ist eigentlich wie gemacht für Koop, das Spiel. Es ist nur ein bisschen zu leicht im Koop, aber eigentlich ist es mega geil, zusammen zu spielen. Stuntman Mac, guten Abend. Top Level 1, Bubo, ja, ist ja krass. Oh, Peitschen. So, wo warst du jetzt? Ich glaube, wir müssen hier lang, ne? Nee, dann kommen wir doch wieder in den Hof, oder? Ja, wir müssen seinen Hof, damit wir zum Boss kommen. Ja? Der Boss ist eigentlich relativ nah an diesem Hof. Ja, so, Edmund ist ja schon da. Wir gehen, da ist Leuchtfeuer drin und von da geht's direkt zum Boss. Huch. So, ich bin im Hof. Ja, hier. Kommst du dir, du im Hof? Ja, ja. Ich sneak mich hier vorbei. Okay. Ja. Aha, ist die nicht ein Leuchtfeuer? Jupp. Sehr gut. Ich müsste halt nur kurz in die Tafelfeste mal mein Weapon upgraden. Was? Ist auf plus 0 bei mir. Okay, müssen wir alle dahin beamen. Okay. Hat noch jemand einen Zomba Smithing Stone 3 vielleicht? Keine Ahnung. Ich nur ein Zweier. Wie heißt der? Zomba? Dunkelschmiedestein. Nee. Wir können aber was machen. Da unten sind nur 3 Items, was wir sie holen können herinnen. Können wir nicht noch irgendeinen von den Leuten hier killen? Nee, ne? Das geht nicht, glaube ich. Da geht es in Elden Ring nicht, ne? Hier kann man keine Waffen benutzen. Gute Nacht, Pseudo.
bin nicht in der Lage, Jack. Das geht bei mir nicht, Mister, weil ich streame erst seit 3 Tagen auf Twitch, mein Freund, und da muss man 7 Tage gestreamt haben, damit man da überhaupt irgendwas einstellen kann. Achso, gute Nacht, Calvaro. So, warte mal. Streamst du eigentlich auch parallel auf YouTube? Ja. Ja. So, ich kaufe. Kann man hier nicht Dings? Ja, hier kannst du noch 2 Dings-Seeds kaufen. Golden Seeds. Das macht auf jeden Fall Sinn. Weil sie teuer sind. Wo benutze ich die Golden Seeds nochmal? Auch am Bonfire. Und dann die Flask upgraden. Wo kaufst du die? Hier bei dem Typen oder was? Nee, bei den Twin Maidens da im Nebenraum. Wieso ist denn der jetzt nackt? Das verstehe ich nicht. Wer? Der All-Knowing. Der ist die ganze Zeit schon nackt, oder? Wo sitzt denn der Leichter? Wie war denn? Der hat echt keine Hose an. Nee, aber der hat doch nicht. Das war doch nicht immer so. Das ist doch auch random. Ah, nee. Ist das geil. Nee, der macht No Pants. Krass. No Pants Dance. Oh mein Gott, die Kalimat, das ist so lächerlich, gell? No Pants. Keine Pansen. Ist das gut? Oh Gott, ich kann nicht mehr. Weißt du, warum ich persönlich ein gutes Verhältnis zu Österreich habe, Jack? Früher. Weil früher waren immer alle Spiele in Deutschland indiziert und dann konnte man sich immer die Uncut-Version aus Österreich. Stimmt, ja. Und die Filme, ja. Ja. Ja, da gab es dann stimmt, so Importhändler und so, die in Österreich waren. Voll, das war immer schon bei uns ein bisschen lockerer, ja. Du kriegst jedes Game, ich glaube, das ist heute auch noch so. Bringt ja gar nichts. Geht's weiter? Ja, Moment, also ich sehe es richtig, keiner von euch hat Zomba Smithing Stone 3, ja? Ja, leider. Nee. Das ist natürlich... Mann, Eddie, hast du zufällig nur 2 Steinschwertschlüssel im Inventar? Nee, ich habe gar keinen. Oh, warte, ich kann meine Waffe upgraden. Aber du kannst doch welche kaufen. Doch, ich habe einen. Und du kannst auch welche kaufen. Wieso? Brauchen wir den? Weil da unten ist nur eine Tür, die was wir öffnen könnten. Da liegt nur ein Item drin. Vielleicht ist das ein 3er-Schmiedestein, wo wir Glück haben. Aber warum braucht man denn 2? Ja, weil einen habe ich schon reingegeben und... Achso, nein, da brauchst du 2, um die zu öffnen. Ja, ich habe 2 jetzt. Einen habe ich geöffnet und dann brauchen wir nur mehr 2. Wo denn? Beim Schmied... Im Schmied runter und dann Linkskurve machen. Genau, da hinten. Die erste Tür habe ich schon geöffnet. Da hinten ist auch noch ein Item. Da liegt ja irgendein Zauber, ja. Und da gehören 2 rein. Ah, ich weiß schon wieder nicht, wo ihr seid. Verpasse unten, ich was Wichtiges? Die Treppe unten beim Schmied. Im Schmied. Assassin's Prayer Book. Das Gebetsbuch können wir abgeben bei dem Dude oben. Dann hat er... der verkauft ja was, da haben wir noch gar nicht geschaut, was der verkauft, ne? Mhm. Der Gebetswichser. Der hat 3-4 Items. Der Dude ist das, Eddie, der. Hä? Raus, muss doch raus. Oh, welcome to the I teach and explore so that one ensuring by the way. You do, most time you are so. Der hat die Großaxt im Start. Ist auch ziemlich geil. Aber ansonsten der Helm, den mag ich. Der Crucible Tree Helm. Hm. Und die 5, das sind extra Heilungen da, dieses rohe Fleischklops. Das sind Heilungen. Habt ihr Dunkelschmiedsteine?
Leider nee, brauche ich ja selber. Ach so. Warte, wir haben noch nicht geschaut, was der Gostoxe Klangperle bringt. Das mache ich gerade. Leider kein Dunkelschmiedestern. Ja. Aber dafür 8-mal blutbefleckter Kot. Ja, danke, From Chris, Ehre. Hm. Grüß dich, Nation Demon, nur mein Dreck. Freund. Nur Dreck. Mm. Die Maske. Okay, hier. Sag Bescheid, wenn ihr durch seid. Der Helm ist ganz alles gut. Ansonsten. Mann, was eine Enttäuschung. Wir können uns gern. Wir können gern zum Boss reinschauen, ja. Ja, let's go. Dann haben wir einen schönen Abgelegte Abschluss für heute. Zelle. Mhm. Ach, beamen wir uns? Wie heißt das? Wollen wir uns beamen? Abgelegte Zelle. Abgewichste Zelle. Abgewichste Zelle. Man, wenn wir jetzt nur links gehen, haben wir nur einen riesen Bereich mit lauter Items, ne? Da waren wir alle drei noch nicht drin, wenn ihr da nur schauen wollt. Ja, das ist ja das Geile bei Randomizer, dass man nie weiß, was einen erwartet. Ja, kann das krasseste Ding liegen, ja. Scheiß Game ist schon. Wie schaut's aus, Dennis? Komm! Ich bin hier Ladescreen. Achso, ja. Hä, Ladescreen? Ja, ich hab mich hier zum Schloss gebeamt, wie ihr gesagt habt. Oh, okay, dann ist bei mir abgestürzt. Bist du, Eddie? Ja, mein Spiel ist abgestürzt. Geht nix. Komplett down. Ich kann noch nicht mal Alt F4 machen. So abgestürzt ist das Spiel. So doll. Ich habe heute ein USB-C aus Versehen in so einen anderen USB-Stecker gesteckt, in so einen alten. Hat gepasst, aber der Computer ist abgestürzt. Müsst ihr jetzt auch nochmal raus aus dem Spiel oder wie läuft's jetzt? Ich bin im Game. Ich bin da, ich bin hier. Nee, damit wir warte, uns ich warte vom Game Tor, ne? Nee, ihr müsst ja nochmal in mein Game joinen. Ja, versteht? Ich muss nur sagen, Eddie, wenn du ready bist. Ja. Die Meteorenklinge liegt da herum. Der Katana, Gravitationskatana. So, okay, kommt mal ins Roundtable. Und dann benutzt wieder das Item. Woodwaker, moin. Be sure to tell. She's a servant to my. She's been my companion. I've lost count of the number of. Honestly. So, Mock die Hure ist schon da. Sedit. There's nothing. Okay, jetzt ich frag mich, irgendwer jemals mit diesem Malbaby da gespielt hat. Mit dem da. Also ich kann das gar nicht benutzen. So, jetzt nochmal beamen zur Secluded Cell. Oder wie auch immer das bei euch heißt. Es tut ja. Alright. Also Boss oder Items? Ich bin Items? Müde, ja. Ich stream seit 2 Tagen durch. Die stimmen sogar, Traxmi. Ja komm, dann machen wir erstmal einen Boss. Hm? Wo seid ihr denn? Wo seid ihr? Warte was mal, kurz einmal. Ich glaube, es ist Elvis. Ich glaube, man hat kurz was durchschimmern sehen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Okay. Hey, Leute, also kurz ich bin mal kurz ans Bonfire. Natürlich ungemütliche Gegner hier. Ah, am Bonfire kann ich auch die Dinger benutzen, ne? Gib mir nochmal eine Sekunde. Ja.
Was? Wo kommt er denn her hier? Ja, okay, ein paar, ja. Eldenbeast könnte schwer werden, aber schaffen wir. Ja, ich irgendwie sowas Großes habe ich, glaube ich, gesehen. Was muss ich machen, um mehr Flaschen zu kriegen? Gehst auf Flask benutzen, oder? Und da müsste eigentlich so ein gelber Punkt dann da sein. Ah, Flask, okay, hab's, ja. Ehre zu sehr, zu Slack. Okay. Hey. Lasst uns dem Wichser jetzt mal richtig aufs Maul hauen. Mhm. Ach du Fuck Scheiße, es ist das Eldenbeast. Nicht das Eldenbeast, es ist der. Dings, wie heißt's? Bitte sag nicht 46. Nee, es ist. Dragon. Ja, ich hab vergessen, wie es heißt. Assel. Oh fuck, Assel. Ach ja. Der beste Wurstboss, Alter. Alter. Aber den fand ich so geil. Ja, aber der ist ein Motherfucker. Vor allem, weil wir ja, so geil equipped sind. Ich komm wahrscheinlich gar nicht an den Rand. Kugeln. Meiner Waffe. Alter, das wird schwer. Und ihr seid in der Luft. Jawohl. Eieiei. Random Schnitzel ist gefallen. Dem ist echt im Kopf am besten. Das ist viel zu eng hier für den. Ja. Der richtige Magier portet sie von oh Gott, wow. Alter. Mach den. Guck mal, der ist stuck. Nein, der ist nicht stuck. Nee, schade. Fanatiker, meinst du, wenn ich so einfach schnell durchspüle oder lange? Weiß gar nicht, wie man den mit Dolchen überhaupt nicht wandern. Ja, ich lass mich töten, ne? Ja. An den Kopf komme ich ja nicht ran. Das wird schwer. Jo. Jump Attacks am Kopf ist am besten bei einem normal, aber das staggert relativ leicht. Ha-ha. Ich bin Karl Werner, ich bin Oberösterreicher Ferrewolf. Okay, jetzt vorsichtig. Okay. Aha. Das mit der richtigen Waffe raufhauen hier. Zack. Zack. Irgendwie macht er nichts, kann das sein? Nur der Dancer kann ihm Schaden zufügen. Jawohl. Ne, ich auch hier am Arm. Okay, jetzt. Oh, jetzt. Was. Aua. So, das wäre Österreicher bei mir vergessen, ja. Ja, warum trifft ihr denn nicht? Wieder stuck. Weg, weg, weg. Oh. Okay. Ich bin wieder tot. Oh nein! Ach Leute, ihr seid aber auch Lullis, ey. Der steht da auf einmal, jetzt reißt mich! Ja. Der hat sich bei mir nicht einmal bewegt. Ausreden. Ja. Hast du ihn gestunt? Da hau ihm das Auge kaputt. Sehr gut. Das hat gar keinen Schaden gemacht. Hä? Und da? Hä? Wieso seid ihr wieder da? Was passiert hier? Wieso bist du wieder da, Jack? Ja, das frage ich mich auch. Ich sehe, dass ich keinen Schaden machen kann. Der bewegt sich bei mir nicht. Bei dir? Ja, nur manchmal.
Ja, ja, die Area ist für den Boss nicht gemacht. Der packt so ein bisschen aus. Nutzt das, dann haben wir ihn gleich. Ja, dieses Auge ist so der Hammer in seinem Kopf. Jetzt macht er wieder was, siehst du? Was musst du für Albträume haben, um solche Ideen zu kriegen? Jetzt macht er wieder nichts. Macht er gar nichts, der steht einfach nur da. No damage, Freunde, ne? Das ist schon. Gib ihm! Ich liebe dieses Spiel. Oh ne. What? Hat er überlebt, sehr gut. Trink was. Sollen wir den jetzt so machen, ja? Ja, mach ihn. Okay. So, fühlt sich schon ein bisschen falsch an. Jetzt ist sogar die Musik weg. Na gut. Also wir machen ihn, ja? Mach ihn! Sehr gut. Fuck. Troll's Golden Sword. Goldenes Trollschwert. Voll geiler Fett. Ey, wollt ihr nochmal ans Bonfire gehen? Dann kann ich vielleicht mitmachen, wie das, glaube ich, oder? Wie geht das? Der steht bei mir nur immer da. Wirklich? Ja. Wir machen ihn platt. Da ist Godric's Umhang. Tja. Bisschen unbefriedigend. Aber auch ganz geil. Ich fand's ganz nice. Man konnte sich den voll cool angucken. Der hatte so eine Ölschicht überall drauf. Das sah mega cool aus. Bist du jetzt wieder da? Ja. Ja, ja, gut, ich Leute, ich würde. Natürlich keine Seelen gekriegt. Ja, die kann man woanders fahren. Ich würde jetzt tatsächlich Schluss machen. Wie sieht's hier aus? Ich glaube. Safe. Alright. Aber hat Bock gemacht, Dennis, oder? Wollen wir das nochmal machen? Ja, auf jeden. Jetzt macht das. Ich fand's am Anfang ein bisschen strange, dieses chaotisch hin und her laufen, aber gut, das gehört zum Random-Ding, dass du erstmal Stuff brauchst. Ja. Wie lange brauchst du. Ey Jack, wie lange brauchen wir, bis wir es durchgespielt haben? Gibt es ein paar Abkürzungen oder so? Ja, du kannst halt das ganz normale Game spielen, ne? Nur die Hauptbosse machen. Da würde man wahrscheinlich 2 Sessions nur brauchen, ja. Und was? Wo man die ganzen. Zwei. Zwei von deinen Sessions da, diese 24-Stunden-Nummern oder was? Nee, 2 so 4-Stunden-Sessions. Okay. So. Weil wir haben jetzt Godric besiegt, das heißt, jetzt wird man dann zum nächsten Demigod, dann geht's schon Richtung Hauptstadt, Richtung Schneegebiet und ins Endgame so. Das ist, wie Elden Ring kannst du in eineinhalb Stunden durchzocken so. Ne? Okay. Aber halt wirklich die ganzen, jedes Gebiet, Siofra, Heiligbaum und so, dann kannst du wirklich da sicher nur 40, 50 Stunden rausholen. Aber ich habe auf jeden Fall Bock, zu dritt auf Malenia einzuhauen. Ja, stimmt. Ja, die kann halt auch irgendwo sein, ne? Die kommt ja nicht im Heiligbaum. Ja, das stimmt. Das ist ja das. Kann sein, dass wir die so oder so. Aber vielleicht ist sie ja in der Radan-Arena oder so. Ja. Ja, aber dann lasse ich, ich spreche mal mit Dennis, wenn wir wieder Zeit haben und spreche dann mit dir. Wir reden uns zusammen. Genau. Und also mir macht das nämlich auf jeden Fall Bock. Aber so Bock oder so. Auf jeden Fall, okay. Gute Vorbereitung für den DLC. Aber Dennis muss ja eh noch bis Mock spielen, damit er den DLC zocken kann. Absolut, ja. Sonst kann er gar nicht rein. Und Radan muss auch besiegen, gell? Das sind die zwei Voraussetzungen. Radan muss besiegt sein und Mock der Blutfürst. Okay.
Mock, der Schmuck. Ja, also ich bin jetzt erstmal nächstes Wochenende wieder da. Können wir mal gucken. Hm? Du bist jetzt weg bis nächstes Wochenende? Ja. Okay. Gut. Alles klar, dann sag ich schon mal gut. Danke Jack, danke Denzel, dass du spontan auch am Start warst. Danke und gute Nacht, Freunde, gell? Coole Nummer. Okay, gute Nacht. Danke Jack. Ciao, Baba. Tschö. Ciao.